Dann darf ich Sie wieder zu einem Vortragsabend mit Protect the Planet und Partnern ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Markus Raschke von eben Protect the Planet. Ich darf hier den technischen Hintergrund machen und Sie darauf hinweisen, dass Sie nicht Ihre Kamera starten können. Sie können allerdings fleißig wie immer im Chat mitdiskutieren. Sie können sich auch nicht entstummen. Das hat auch den Grund, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen und auch die Veranstaltung sowie Präsentationen dann bei uns auf die Homepage stellen, damit der ein oder die andere das dort nachsehen kann. Ich darf Sie also ganz herzlich willkommen heißen und auch unsere Referentinnen, zu denen unser Moderator Dr. Helmut Paschlau gleich noch mehr sagen wird. Wir als Protect the Planet sind eine kleine NGO aus dem Süden von München, die sich mit dem Klimaschutz verschrieben hat und eine Initiative ist der Unternehmerin Dorothea Sigtis, die besonders in den Begegnungen mit Betroffenen der Klimakrise sieht, wie bewegend das sein kann. Wir waren voriges Jahr bei Eckhard Holtkamp, dem Bauern in Lützerath, dem gerade sein Hof weggegraben wird, von einer Kohlegrube. So kann man Betroffenen bei uns begegnen teilweise. Wir haben im Januar einen Vortrag von mir gehört, über Menschen aus ganz Europa und der Welt, die mit unterschiedlichsten Phänomenen, zu kämpfen haben. Und deswegen freuen wir uns, sehr, auch ein sehr, sehr ernstes Thema heute haben zu können, zu dem ich Sie jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen möchte. Wenn Sie mehr solche Vorträge sehen wollen, freuen wir uns, wenn Sie bei uns auf der Homepage Informationswunsch per E-Mail dalassen. Wenn Sie auch spenden wollen, damit mehr Vorträge veranstaltet werden können, ist das auch sehr gerne gesehen. Und ansonsten herzlich willkommen und dann darf ich an unseren Moderator Helmut Paschlau übergeben. Bitte, Helmut. Ich begrüße Sie wieder, meine Damen und Herren, alle die Menschen da draußen an Ihren Bildschirmen, wie es früher so schön hieß, zu unserer heutigen dritten Veranstaltung in diesem Jahr. Seien Sie herzlich willkommen. Live geht ja leider noch nicht. Wir planen dann ab April wieder im Saal und online parallel. Umso besser, dass Sie heute da sind. Wir haben heute 80 Anmeldungen. Ich bin ja gespannt, wie viele kommen, weil wir haben ja parallel Demonstrationen wegen Ukraine und so weiter. Also es ist nicht schöne Zeiten. Ich bin also Helmut Paschlau. Ich habe die heutige Veranstaltung wie immer ehrenamtlich organisiert und zwar auch für alle diese Organisationen, die Sie da jetzt hier unten im Bild sehen, im Eingangsbild sehen. Danke also auch an euch, dass ihr mitwirkt. Mein Job ist jetzt in gebotener Kürze und Transparenz durch die heutige Veranstaltung zu leiten. Nach meiner Anmoderation werden die vier eingeladenen Gäste ihre Kurzpräsentation vortragen. Danach steigen wir wie immer in die Chatdiskussion mit Ihnen, meine Damen und Herren, ein. Sie, meine Damen und Herren, können ab sofort Fragen, Meinungen und so weiter in den Chat reinschreiben. Ich werde die dann aufgreifen und hinterher kommen wir darin ins Gespräch. Allerspätestens um 9 wollen wir Schluss machen. Also, unsere heutige Veranstaltung lautet vom Klimanotstand der Welt in der Überschrift. Diese läuft ja seit Dezember, wie Sie wissen. Frage also heute oder Frage mit Ausrufezeichen, warum Menschen vor dem Klima fliehen? Erste Reaktion, das geht doch gar nicht vor dem Klima, kann man doch gar nicht fliehen. Und doch werden in den nächsten Jahrzehnten über 200 Millionen Menschen auf der Flucht sein müssen. Vor den Folgen der Klimakrise, Unwetterereignisse, Wassermangel, Dürre. Wer keine Möglichkeit mehr hat, die notwendigen Lebensmittel anzubauen, der muss fliehen. Darüber wird also heute die Rede sein, mit eindrücklichen Bildern. Davon, dass wir im reichen Westen dies kaum zur Kenntnis nehmen wollen, von Klimamigration in Würde wird die Rede sein. Und dies aus wirklich berufenden Mündern. Ich darf Ihnen heute, wie angekündigt, vier Personen vorstellen in aller Kürze und zwar in der Reihenfolge, wie Sie die vier Personen nachher anhand Ihrer Folien sprechen werden. Ich darf als erstes begrüßen Stanley Pierre Bizard. Er ist Referent im Projekt Klimagesichter der Deutschen Klimastiftung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums.
Er ist also quasi Klimabotschafter. Herr Bizarre kommt aus Haiti, er lebt seit 2018 in Deutschland, er studiert Geografie an der Uni Bremen und macht eben als Klimabotschafter Workshops, Vorträge über Klima und soziale Gerechtigkeit, so eben wie heute auch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Danach wird sich zu Wort melden Frau Dr. Katharine Braun. Sie ist promovierte Migrationsforscherin und Referentin für kirchliche Flüchtlingsarbeit der evangelischen lutherischen Kirche in Norddeutschland. Bis Ende 2019 war sie Referentin für Migration und Entwicklung bei Brot für die Welt und unter anderem zuständig für multilaterale Politikprozesse im Bereich klimabedingter Migration. Sie lehrt und forscht an diversen Forschungsinstituten zu den Bereichen globale Klima- und Migrationsbewegungen und Fluchtursachen sowie den Veränderungen der europäischen Migrations- und Asylpolitik. Globale Gerechtigkeitsfragen also sind ihre Themenschwerpunkte und postkoloniale Perspektiven. Auch herzlichen Dank an Sie, Frau Braun. Der dritte im Bunde wird Oliver Hasenkamp sein. Er ist Politikwissenschaftler. Er arbeitet bei der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen in Bonn als Referent für Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere zu den viel zitierten Zielen für nachhaltige Entwicklung, also den berühmten SDGs. Die haben wir ja auch schon rauf und runter hier diskutiert. Und für internationale Klimapolitik. Ansonsten ist Herr Hasenkamp ehrenamtliches Mitglied im Vorstand des Vereins Pazifik Netzwerk Verein. Auch an Sie herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und last but wirklich not least, Frau Dr. Annika Manner, sie ist Projektleiterin der Deutschen Klimastiftung im Klimahaus Bremen. Seit 2019 qualifiziert sie in diesem BMUV-Projekt Klimagesichter, was ich schon beschrieben habe, über 45 Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund aus 23 unterschiedlichen Herkunftsländern zu diesen Klimagesichtern, Klimabotschafterinnen. Sie macht Angebote zu Klimagerechtigkeit und klimabedingter Migration, ist verantwortlich für den Verleih der Wanderausstellung Klimaflucht, die stand ja kräftig in den Zeitungen, und von themenrelevanter Bildungsmaterialien. Meine Damen und Herren, wer von Ihnen noch nicht in Bremerhaven war, im Klimahaus, also ich war es schon mehrmals, muss ich wirklich sagen, ich kann nur empfehlen, fahren Sie da mal hin, dann nehmen Sie aber bitte Ihre Kinder und Ihre Enkel mit. Das ist eine sehr eindrucksvolle, ein richtig großes Haus und sehr eindrucksvolle und gut verständliche Ausstellungsgegenstände. Ich kann es nur dringend empfehlen. Auch an Sie, Frau Manner, ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Aber ich möchte mich also bei allen vier bedanken, aber bei Ihnen, Frau Manner, wirklich ein kleines bisschen mehr. Sie haben ungeheuer viel engagiert, diese vier Personen zustande gebracht. Ich hätte das gar nicht alleine hingekriegt. Ganz herzlichen Dank. So, jetzt aber Schluss der Vorrede, legen wir los. Als erster darf bitte Herr Bizarre, Sie dürfen anfangen. Legen Sie los. Dankeschön. Dankeschön für das Wort. Danke für die Anleitung. Ich freue mich auch sehr, heute Abend mit euch, mit Ihnen dabei zu sein. Und wir haben also für Sie also einen Vortrag über Klimagerechtigkeit halten. Und das ist auch auf den Karibischen Inseln, spezifisch auf Haiti, wo ich herkomme. So eher zu bedeuten, also warum sind wir von dem Klimawandel sehr betroffen und inwiefern auch, sind wir auch von dem Klimawandel betroffen. Also zuerst muss ich ganz kurz eine geografische Lage über Haiti sagen, dass Klimawandel ist bei uns nicht wirklich so das große, also zumindest zuerst das Problem, weil besonders auch, wo wir unsere geografische Lage spielt auch für uns eine große Rolle und auch hilft uns nicht dabei, weil schon bei unserer geografischen Lage, dass wir auch schon betroffen von verschiedenen
klimatischen klimatischen Lage oder so. Aber durch den Klimawandel ist das wieder verstärkt und besonders auch die Verwundbarkeit auch wieder steigen. Leider ist Haiti so, laut der Bank International, also Bank Mondial, also World Bank, Haiti eine der Armstellen der Nordhemisphäre. Unsere wirtschaftliche Lage, also Volks, ist auch für uns ein großer Mangel, dass wir unter verschiedene Probleme leiden. Erst also für finanzielle Mittel, also wenn wir wirklich von dem Klimawandel also betroffen sind, also die Folge, dann erst fehlt uns die finanzielle Lage, also zum Beispiel Bau von Staudämmen zu bauen. Und sind es auch, dass auch eine unorganisierte Urbanisation, das auch für das ist auch seit vielen Jahren, es wird auch schon bei uns nicht viel, also zum Beispiel eine Stadtplanung zu machen oder so, dass mehr Menschen gehen einfach in die Stadt oder zuerst fliehen einfach in die Stadt. Und da die Organisation oder zumindest die Regierung hat erst keine große Planung oder keine Planung, diese Menschen zu erhalten oder zu bekommen und um eine Stadt genau so zu bauen. Und da ist auch, wenn zum Beispiel, wenn es viel regnet oder so von Orikan oder so passiert, dann können die Städte wird schon überfluten. Und ein anderer Punkt, Aspekt auch, also zu diesem Aspekt, ist dieser Fachkräftemangel. Dass, wenn wir wirklich also ein Team organisieren müssen, also um eine Klimaanpassung, eine Klimaanpassungsplan also zu machen, da wird auch ein Mangel fühlen, dass nicht genug Menschen da sind, diese Plan zu organisieren und zumindest eine politische Aktion dazu zu machen. Und inwiefern sind wir wirklich von dem Klimawandel betroffen, dass, wie ich am Anfang gesagt habe, also unsere geografische Lage, also zum Beispiel für Orkan oder andere Sachen, also passiert schon immer, also schon ewig bei uns, aber von dem Klimawandel, das wird noch mehr versteckt. Und wir fühlen das schon jetzt in Haiti, dass in verschiedenen Regionen, dass wir zum Beispiel für Flüsse oder so, dass sie kein Wasser mehr oder so haben und auch die Temperatur, die Durchschnittstemperatur ist auch gestiegen. Seit 1960 wurde das 0,45 Grad also gestiegen. Und da sieht man auch schon, da sieht man noch zuerst so in vielen Ländern, in vielen Regionen, die Erde ist schon trocken, also da kann man wirklich nichts mehr machen oder mindestens für die Plantage nichts mehr machen. Überflutung ist auch eine Folge von dem Klimawandel. Es wird auch mehr Regen und auch mehr Orkan geben. Und da wird auch die Städte wird sofort überflutet. Also, wie ich das auch am Anfang gesagt habe, also, dass für eine unorganisierte Stadtplanung, dass schon viele Städte wird auch sofort die Städte wird sofort überflutet, also dass mehr Menschen müssen fliehen von ihrem Haus oder zumindest an die Städte dort zu gehen, weil sie nicht mehr dort leben können. Zum Beispiel auf diesem Bild sieht man auch, dass ein Herr, Sie können nicht mehr so auf der Straße einfach laufen, also Wasser ist schon viel auf der Straße und dann sie muss auch sein Fahrzeug schieben, um eine Sicherheit auch zu finden. Und Orkan wird auch verstärkt bei uns. Also Orkan passiert auch manchmal
Es gibt auch, wir sagen in IT, es gibt auch Saison dafür, also Weekend-Saison, weil das wir auch schon wissen, dass am Anfang April bis September, dass wir auch Weekend auch in IT passieren wird. Aber wir merken schon, also seit den letzten 10 Jahren, dass mehr Weekend in IT pro Jahr, also zum Beispiel, wenn wir auch letztes Jahr in der Saison 4 bis 5 Weekend schon erlebt. Und auch die Diversität auch so wird auch größer, wird auch stärker. Und da leidet auch schon viele Vantage, also zum Beispiel, das ist ein Bild aus dem Südreporter in Haiti, in Jérémy. Da viele Plantagen in Haiti wurden auch zerstört. Und leider auch mindestens zuerst die Menschen, die dort wohnen, die dort davon leben, von ihren Plantagen. Zumindest gibt es keine wirkliche Sichversicherung, zum Beispiel, dass sie, wenn sie auch ihre Plantage verloren haben, dass sie Geld zurückbekommen haben oder zumindest Unterstützung von der Stadt, auch von der Regierung haben können. Also sie leben eher von der Reportage, von was sie produzieren. Aber wenn sie das auch verloren, dann sie verloren auch ihre Lebensexistenz auch. Dann müssen sie auch dafür auch fliehen. Das ist ja zuerst für mich, also wenn man mich fragt, also was ist wirklich zuerst, also Folge von dem Klimawandel in Haiti für mich, ich sehe erst also die Folge von dem Hurrikan, die Konsequenz von dem Hurrikan, dass zuerst also viele Menschen ihre Plantage, die davon für sie selbst, dass sie verloren haben oder so, oder verloren oder zumindest auch dazu fliehen müssen. Also mehr Spiegelanstieg ist immer ein großes, ist für uns ein großes Problem, eine große Gefahr. Da Haiti ist eine Insel in der Karibik und wir leben auch also schon von dem von Meerwurf, also von Fischerei oder so. Aber wir merken schon, also laut eine Recherche von Organisationen, also von Flut und Feitue. Sie haben auch keine, also zuerst auf das Bild sieht man, das ist ja auf die Nordküste, also in Haiti, auf dem Cap Haïtien. In dieser Stadt habe ich auch angefangen zu studieren. Und ganz, also wenn man diese blaue Part und noch diese gelbe Linie nachkehrt, das ist ja sozusagen eine Autobahn. Und dann nachher so daneben auch ist auch an der Stadt. Und wenn man auch auf das andere Bild anguckt, das nächste Bild anguckt, dann sieht man, also das ist eine, wie sagt man, eine Prävision oder so, zum Beispiel eine, also wenn das Meer wirklich ansteigt, also dann wird auch das Meer auf der Stadt kommen oder so. Und da, das ist eine große Stadt, also mehr als 2 Millionen Menschen leben dort. Und da gibt es auch eine große Universität, habe ich auch studiert, und auch, wo man lesen kann, also Cité du Peuple, auf der linken Seite, das sieht man auch, dass das Wasser oder das Meer wieder zu der Stadt kommen. Und auch, ich merke schon, also, dass diese Universität wird auch nicht mehr geben, oder zumindest, wo ich studiert habe, wird auch das nicht mehr ja, dort ist da sein. Zumindest wie auch viele, viele Menschen wie dort in diesem Stadt fliehen müssen. Eine andere Folge ist auch bei uns, ist diese Kriminalität. Also ich sage manchmal nicht einfach zu verstehen, was ist denn Zusammenhang von Klimawandel, Kriminalität oder einfach Krieg oder so. Also ich sehe das so, einfach, dass wenn die Ressourcen knapper werden, dann es wird auch sowieso auch einen Krieg geben, dass die Menschen werden auch für die Ressourcen kämpfen. Und besonders auch, wenn man in Armut geraten ist. Und zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel von einer Familie, die im Dorf leben in Haiti. Und von dem Hurrikan haben sie
ihre Plantage verloren oder ihre Aktivität, ökonomische Aktivität verloren oder ihre Schule ist auch schon überfüttert, dann können sie nicht mehr zur Schule gehen. Dann müssen sie in die Stadt fliehen, wo die Stadt ist schon voll ist oder so und auch die Regierung hat keinen Plan dafür für sie, dann werden sie auch in Armut geraten, dann müssen sie auch in die Stadt auch leben, ohne was, ohne Planung oder ohne Hilfe von der Regierung oder zumindest noch keine Organisation. Und dann sind sie auch in Armut geraten und dann müssen sie für ihr Leben auch kämpfen. Und da wird auch, da fängt schon diese Kriminalität, da schon viele Menschen müssen für ihre Existenz auch kämpfen, zumindest noch für andere Sachen, schlimme Sachen machen. Und besonders auch, wenn die Ressourcen knapp werden, dann müssen sie immer auch für die Ressourcen kämpfen. Also das ist ja nicht nur ein Beispiel für Haiti, aber das könnte auch genauso generell auch für die Welt. Also besonders auch, wenn man für die Länder, wo die Ressourcen sind, besonders wenn sie knapp wird, dann wenn die Ressourcen nicht mehr genug für alle Leute, dann sie werden, also die Länder können auch ein Land kann anderes Land Krieg erklären, um Ressourcen zu finden oder zumindest zu benutzen und die Ressourcen zu klauen von anderen Ländern. Klimagerechtigkeit oder Klimaungerechtigkeit, was genau für uns bedeutet, als ein betroffenes Land von dem Klimawandel, das ist ja für uns diese Definition, wo ich jetzt sagen kann, dass Haiti ist nicht wirklich kein Industrieland, wo wir viele Industrie haben und auch viele CO2 anstoßen. Wir stoßen weniger CO2 als alle Länder, aber trotzdem sind wir die Erste oder zumindest die am meisten betroffen. Und das ist ja diese Ungerechtigkeit, dass wir auch sagen, dass die Länder, die am meisten, die mehr CO2 anstoßen, sie müssen auch diese Länder auch unterstützen. Sowohl bei finanzieller Unterstützung als auch bei technischer oder humanen Ressourcen also oder zu Menschen auch zu Kompetenz auch zu Menschen zu schicken oder diese Länder auch zu unterstützen, um eine bessere Klimaanpassung auch zu schaffen. Es ist ja einfach nur, was wir auch jeden Tag auch erleben, also dass viele Menschen, sie müssen fliehen, sie müssen ihre Heimat verlassen, sie müssen ihre Familie verlassen. Und das passiert auch heutzutage. Es ist nicht, was in 10 oder 20 Jahren passieren wird, weil schon jetzt, wir sind schon von dem Klimawandel betroffen. Und da diese Leute, das wäre auch eine Richtigkeit, zuerst diese Leute, zuerst das Problem zu lösen, damit die Leute nicht fliehen müssen. Und auch wahrscheinlich auch, wenn sie auch fliehen müssen, ob sie auch irgendwo einen Platz finden können, um ein anderes Leben auch zu ermöglichen, zumindest. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich gebe das Wort für Olive. Ja, dann übernehme ich. Vielen Dank, Stanley, für die eindrücklichen, für den starken Auftakt sozusagen und die eindrücklichen Bilder. Und ich werde jetzt weitermachen und werde, ich fange hier nur kurz mit diesem kleinen Schaubild an. Das ist Ihnen und euch wahrscheinlich auch allen bekannt, aber Stanley hatte gesprochen, wer sind eigentlich die diese Länder, die am meisten CO2-Emissionen welche sind sozusagen diese Länder, die man auch als Verursacherstaaten bezeichnet. Und hier sehen wir auch, die Industrie- und Schwellenländer sind einfach hier in besonderer Verantwortung, weil die auch am meisten Treibhausgase emittieren. Das einfach nur einmal nochmal zum Veranschaulichen. Ich finde es auch wichtig, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel die Verhandlungen und die Prozesse zur neuen Seidenstraße anguckt, die europäischen Gegenvorschläge, die jetzt auch beim EU-Afrika-Gipfel besprochen worden sind, dann kann man auch sehen, dass
immer noch und weiterhin auch von neuen Playern sozusagen hier auf den Kosten der am meisten von Armut, aber auch vom Klimawandel Betroffenen neue Wirtschaftsstrategien ausgearbeitet werden. Und wieder ist es so, dass die Menschen, die am meisten betroffen sind, die vulnerabelsten Länder, nun geopolitischen Strategien, Politiken und auch Wirtschaftsbündnissen zum Opfer fallen. Und dazu gehören auch die großen Schwellenländer. Und auch hier, Stanley hatte das ganz viel angesprochen, Klimawandel betrifft uns alle. Das ist Ihnen hier in dieser Runde wahrscheinlich auch absolut bekannt. Deswegen sind Sie auch hier. Trotzdem möchte ich jetzt mal auf so, aus so einer globalen Perspektive noch mal kleine Einblicke geben, wo, wie findet eigentlich Migration und Flucht aufgrund des Klimawandels statt? Was sind eigentlich hier die Ursachen? Was ist das eigentlich, dieses Phänomen? Weil natürlich jetzt auch im letzten Jahr, vorletzten Jahr, also nicht nur die Verhandlungen auf UN-Menschenrechtsebene, aber auch der Vorstoß nach dem Klimapass der Grünen, wo wieder viel von Klimaflüchtlingen gesprochen wurde. Das Thema ist wieder da und das ist auch einerseits richtig, aber es ist deshalb umso wichtiger, vorbereitet zu sein und auch zu wissen, worüber sprechen wir eigentlich und wo lohnt es sich, ein bisschen genauer hinzugucken und nicht, sagen wir mal so, pauschalisierend und unwissend Lösungen vorzuschlagen, die eventuell auch nach hinten losgehen können. Ich komme ja aus dieser migrationspolitischen Perspektive und habe auch so einen Blick stark auf EU-Politik. Und ich weiß, dass die EU-Politik jetzt, sobald sie Umweltflüchtlinge, Klimaflüchtlinge hören, sofort die erste Antwort, die sie dann haben, ist nicht, Mensch, wir gucken nach legalen Wegen und Mensch, wir gucken nach humanitären Lösungen, sondern man guckt, Mensch, wie können wir aufrüsten, wie können wir abschotten, wie können wir das verhindern. So, insofern möchte ich heute so einen Einblick geben auf die Komplexität des Themas. Und globale Erwärmung, das wissen auch alle, hat jetzt schon an vielen Orten zu klimatischen Veränderungen geführt, dass Menschen weltweit von zunehmender Wüstenbildung, vom Anstieg des Meeresspiegels und Überschwemmungen, Dürre, Hurricanes, Zyklone etc. betroffen sind. Das ist auch in dieser Runde hier bekannt. Auch Deutschland ist auf diese Auswirkungen nicht genug vorbereitet. Das hat jetzt auch die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli schmerzhaft deutlich gemacht. Weniger im Fokus waren die Dürreperioden im Sommer 2017 und 2018, die durchaus auch klimawandelbedingt sind. Und ich fand eine Zahl von einem Rückversicherungsunternehmen ganz interessant. Stanley, du hattest gesagt, in Haiti ist einfach tatsächlich niemand versichert und es gibt auch nichts an Anpassungsmaßnahmen und kein Versicherungsschutz. Remunich als Rückversicherungsunternehmen hat 2021 klimawandelbedingte Naturkatastrophen, Extremwetterereignisse, hat ihnen Kosten verursacht von $280 Millionen. Und das muss man sich auch ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Tatsächlich auch nochmal interessant in diesen ganzen Klimaverhandlungen, migrationspolitischen Klimaverhandlungen, die ganz weit vorne sind, sind die Versicherungsunternehmen. Weil denen nämlich ganz viel dran liegt. Gut, nicht alle Regionen, und das ist auch vorher deutlich geworden, und wenn man das im Vergleich zu der Bundesrepublik nochmal macht, sind gleichermaßen betroffen von Risiken. Und wie sich der Klimawandel auswirkt, hängt nicht nur von der geografischen Exposition aus. Ne? Man kann da tatsächlich geografisch besonders exponiert sein. Das hat auch mit der jeweiligen Anpassungsfähigkeiten und mit den sogenannten Bewältigungskapazitäten zu tun. Hier spielen noch viel mehr Faktoren eine Rolle. Regierungsführungen, medizinische Versorgung, materielle Absicherung sind hier einfach von zentraler Bedeutung. Durchaus auch, würde ich sagen, die Einbindung in Zirkulation, in Lieferketten etc. Länder des globalen Südens, also Länder, die ohnehin tatsächlich gezeichnet sind, nicht nur von Armut, sondern von der Abhängigkeit von Industriestaaten und von ziemlich unfairen Handelsbeziehungen und Politiken, sind besonders ausgeliefert, also nicht nur geografisch, sondern durchaus auch geopolitisch.
Und dazu kommt, dass einfach Naturkatastrophen an Häufigkeit und Intensität zugenommen haben. Die Ernten verschlechtern sich. Auch das haben wir schon gehört und werden wir heute noch hören. Es herrscht Wasserknappheit wegen der Versalzung des Grundwassers. Inselstaaten sind durch den steigenden Meeresspiegel bedroht. Und ja, ich denke sozusagen, das ist hier auch wieder in dieser Runde allen klar. Der norwegische Flüchtlingsrat geht davon aus, dass durchschnittlich 30 Millionen Menschen aufgrund von extremen Umweltereignissen aus ihrer Heimat fliehen. Die Nansen-Initiative geht für die Jahre 2008 bis 2013. Das sind alte Zahlen, aber die prozentualen Zahlen sind einfach die wichtigen und die UN bestätigt diese Zahlen auch. Ich kann die nachher auch nochmal aktualisieren, dass man von temporär Vertriebenen von 140 Millionen Menschen ausgeht. Also 85% aller Vertriebenen aufgrund von extremen Wetterereignissen sind Binnenvertriebene. Das bedeutet, dass sie sich innerhalb des Landes aufhalten und auch nur innerhalb des Landes fliehen. Das hat was mit Ressourcen zu tun, ganz viel. 3-mal mehr Menschen fliehen wegen Umweltereignissen als vor Krieg und zivilen Konflikten. Das hat die Plattform für Konfliktforschung jetzt auch nochmal verdeutlicht. Und seit 2008 kann man jetzt auch nochmal sagen, es gibt eine Zahl vom norwegischen Flüchtlingsrat auch, dass 41 Menschen pro Minute täglich fliehen. Dass sich dieser Trend fortsetzen wird, hat nicht nur der Weltklimabericht, sondern auch der Weltbankbericht deutlich gemacht. Allein in Afrika und südlich der Sahara, in Lateinamerika und Südasien werden bis 2015 mindestens mehr als 140 Millionen Menschen von Dürren, Missernten, Sturmfluten und steigenden Meeresspiegeln bedroht sein. Gleichzeitig möchte ich auch hier einlenken und sagen, genaue Schätzungen sind ehrlich gesagt schwierig. Die variieren auch teilweise ganz stark. Einige sprechen auch von so 700 Millionen Menschen, die fliehen. Warum? Weil in diesen Schätzungen, so realistisch und so dramatisch die Situation auch ist, das muss man sagen, ist in diesen ganzen Schätzungen noch nicht berechnet, wie es aussieht, wenn wirklich in Anpassungsmaßnahmen investiert wird, wenn wirklich auch gehandelt wird. Also es ist ein Trend, der aber davon ausgeht, dass die Situation so weiterläuft, wie sie weiterläuft. Der politische Kampf muss ja sein, dass sich die Situation und dass sich die globale Verantwortung verstärkt. Das ist das eine, dass da genauen Schätzungen schwierig sind. Das zweite sind aber, dass es, was man gut schätzen kann und wo es gute Zahlen gibt, sind für Extremwetterereignisse, das heißt für plötzliche Flucht. Wo es schwieriger wird, wird es bei schleichenden Umweltveränderungen wie zunehmende Hitze, Dürren. Hier ist es total schwierig, Zahlen zu bekommen, weil hier die Menschen tatsächlich nicht direkt fliehen, sondern eher bis ans Ende ihrer Anpassungsstrategien kommen und erst nach vielen Jahren irgendwann mal dann auch den Weg in die Migration gehen. Die Auswirkungen des Klimawandels, das habe ich gerade eben gesagt, trifft nicht alle im gleichen Maße. Und zu den ohnehin, es ist immer auch ganz schwierig zu sagen, gut, warum fliehen eigentlich die Menschen, fliehen sie vor was? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen in der Migrationsforschung von Nexus-Dynamiken, dass der Klimawandel bestehende Problemlagen verstärkt. Er interagiert mit anderen Faktoren, Klimaflucht, und klimabedingte Migration ist ein ganz multikausales Phänomen. Denn zu den ohnehin bestehenden Gründen, also warum Menschen ihre Heimat verlassen, kommt der Klimawandel verschärfend dazu. So ist es, dass wenn es den Menschen zunehmend unmöglich wird, aus diesem Teufelskreis von Armut, von schlechter Infrastruktur, von mangelhafter Bildung, unzureichender Gesundheitsversorgung und aber auch politischer Teilhabe auszubrechen und sich extrem Unwetter nochmal hinzubegeben, aber auch Dürreperioden etc., dann ist es so, dass früher oder später einfach die und dann zusätzlich sozusagen noch die Lebensgrundlage entzogen wird
ne, wie Fischerei, wie Landwirtschaft, dann bleibt viel nichts anderes übrig, als tatsächlich woanders hinzugehen. Das ist einfach ein ganz klarer Fakt. Ne? Ich komme nachher nochmal drauf zurück, dass nicht alle gleich die Landesgrenzen überschreiten, das ist auch so. Nichtsdestotrotz ist Mobilität, gehört einfach tatsächlich, ist mitzudenken. So. Das Zweite, wenn ich nochmal auf diese Nexus-Dynamiken eingehe, die sind noch viel, wir sprechen so, wenn in fragilen Staaten, wie zum Beispiel in der Sahelregion, in Südasien, in Lateinamerika und in Regionen des Pazifik, in Regionen, wo es ohnehin schon Konflikte gibt und die Regierungen tatsächlich auch teilweise korrupt sind etc. und die sich mit den Auswirkungen von Klimawandel verbinden, dann sind das sehr komplexe Konstellationen. Das sind sehr komplexe Konstellationen, die lokal entstehen, die sich mit sozialen, politischen Konflikten, mit geopolitischen Spannungen, mit negativen Folgen der Globalisierung verschränken. Und diese Verschränkung ist diese Nexus-Dynamik. Und die ist ganz wichtig, denn bereits bestehende Konflikte werden so auf einer Makroebene verstärkt. Das heißt, die Situation auf Regierungsebene, auf der Versorgungsebene wird verschärft. Auf der Mikroebene, auf dieser persönlichen Ebene wirkt sich das so aus, dass es ganz viel zu Ressourcenkonflikten gibt, zu Nachbarschaftskonflikten, ethnische Konflikte nehmen zu. Und das heißt, dass nicht nur die geografische Exposition hier relevant ist, sondern auch nochmal dazu kommt, ist man eine besonders vulnerable Bevölkerungsgruppe. Menschen, insbesondere Frauen, muss man sagen, hier gibt es eine ganz starke Gender-Perspektive und ein Gender-Gap, sind besonders betroffen und sind diejenigen, die am wenigsten Reaktionsfähigkeit bekommen, einfach weil sie zuerst, weil sie andere Verpflichtungen haben, aber auch weil sie über weniger Ressourcen verfügen. Diese verschiedenen Aspekte sind zentral, um dieses Phänomen der klimabedingten Migration zu verstehen. Grundsätzlich, und das wissen wahrscheinlich auch viele von Ihnen, unterscheiden wir zwischen unterschiedlichen Klimaphänomenen, den plötzlichen Umweltveränderungen oder Extremwetterereignissen wie die Hurricanes, Zyklone, Starkregen und oder von schleichenden prozessualen Klimaveränderungen. Diese Unterscheidung ist wichtig. Kannst ruhig noch mal kurz zurückgehen auf die. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil ich habe es vorher schon angedeutet: Die Form des Klimawandels, also die Auswirkung, hat ganz viel beeinflusst, total stark, wie die Menschen migrieren. Ob sie plötzlich auf die Flucht gehen, ob sie skalar längerfristig migrieren. Und ich möchte jetzt einige Beispiele aufzeigen. Der Einfluss des Klimawandels hat, ne, also es ist ja immer so, die Stärke von Tropenstürmen wie Taifune, Hurrikane, Zyklone stellt wirklich auch nochmal eine neue Bedrohung dar. Also auch wenn es die immer schon gab, ist es so, dass und immer noch gesagt wird, gut, sind die jetzt direkt auf den Klimawandel zurückzuführen, ist es tatsächlich unumstritten, dass die globale Erwärmung begünstigt, dass, sagen wir auch Wetterphänomene wie El Niño, dass die natürlich steigende Wassertemperaturen, dass die das Auftreten extremer Stürme extrem verstärken. Und das sagen auch Schätzungen der Weltbank, ne, Myanmar, Vietnam, Thailand oder auch Philippinen werden vielleicht nicht unbedingt häufiger, aber dafür viel heftigeren Tropenstürmen ausgesetzt werden. Und das kann man für alle Regionen, die eh schon sozusagen exponentiell exponiert sind geografisch, dass das auch nochmal verstärkt zunehmen wird. Ein Beispiel hier ist der Hurricane Eta und Iota 2020 in Zentralamerika. Da wurden 100.000 Familien vertrieben. Und jetzt will ich ein bisschen näher reingehen und auch nochmal, was ich gemeint hatte mit diesen Nexus-Dynamiken, ne, wenn verschiedene Sachen aufeinandertreffen. Im nächsten Bild sehen Sie diese großen Karawanen. Die Karawanen, die sind ja sehr durch die Medien gegangen. Vorher, es ist jetzt auch kein rezentes Phänomen, sondern tatsächlich die Fluchtbewegungen von Zentralamerika in die USA haben eine sehr lange
Geschichte aufgrund von Diktaturen, von schlechten Regierungsführungen, aber auch aufgrund von ganz vielen Gewaltkonflikten, Gangaktivitäten. Und was weniger in den Medien auftaucht, ist, dass Zentralamerika, insbesondere Guatemala, El Salvador und Honduras, geografisch besonders exponiert sind. Also Dürre, Wirbelstürme, Überschwemmungen, ausgelaugte Boden aufgrund von Monokultur, ganz viel Baumwolle und Zuckerrohr wird hier angebaut, Wasserknappheit und Wirbelstürme, wie gesagt, sind eine ganz große Gefahr. Gleichzeitig ist die Region eine Agrarwüste, also es gibt einen Trockenkorridor, der immer, wo die Regenfälle auch immer, immer seltener werden. Gleichzeitig, wie gesagt, haben wir in den Städten eine riesige, also sehr hohe Gewaltrate, gemischt mit korrupter Regierungsführung, mit gewalttätigen Polizeiorganen. Für die Menschen ist es dort tatsächlich ganz schwierig. Es gibt eine massive Stadt-Land-Flucht. Die meisten Menschen fliehen in die Städte. Dort aber, weil es einfach auf dem Land keine Perspektiven mehr gibt, in den Städten ist die Option Mara, also Gang oder Haushalt und Ausbeutung. Für die meisten ist es sonst Migration. Hinzu kam, wie gesagt, jetzt im letzten Jahr tatsächlich die zwei Hurricanes, die zu der Vertreibung von den Familien geführt hat. Aber auch hier sieht man ganz klar Perspektivlosigkeit, Gewalt, bestehende Konflikte, die dort schon lokal da sind, plus dem Klimawandel bestärken hier Fluchtbewegungen und im Übrigen auch massive Versicherheitlichungsbewegungen, aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist mit Sicherheit auch nicht auszublenden. Trump hat ja seine Macht sozusagen da durchaus ausgeübt auf Zentralamerika. Und das Abschottungsmodell der EU war ein Modell für die USA mit den sicheren Drittstaaten. Also auch hier ist Abschottung und Versicherheitlichung ein ganz großes Thema. Nächste Folie. Das Zweite ist, hatte ich auch schon angesagt, im Gegensatz zu den plötzlich eintretenden Katastrophen, die die Menschen oft zu so einer überstürzten Flucht zwingt, weil die Häuser definitiv weg sind, ne, ist es mit schleichenden Veränderungen einfach anders. Die höhlen nach und nach die Lebensgrundlagen aus und Menschen verlieren ihre Ernten, Anbauflächen, finden weniger Weideland. Und auch hier ist es so, dass die Menschen irgendwann mal wirklich an den Rand ihrer Anpassungsfähigkeit, wenn man diesen Jargon benutzt, geraten und irgendwann tatsächlich gezwungen sind, Migration als Überlebensstrategie zu wählen, beziehungsweise innerhalb der Region zu migrieren. Und in 168 Ländern breiten sich Wüstengebiete und Bodenerosion aus, also die Desertifikation, die Ausweitung von Wüstengebieten und Degradation, das heißt diese gravierende Verschlechterung der Bodenqualität, sind ein massives Problem. Zwei Drittel Afrikas sind von Trockenheit und Dürren betroffen und der Klimawandel verstärkt hier einfach die Desertifikation. Ein Beispiel hier südlich der Sahara ist Nigeria. Die Bevölkerung wächst massiv und das ist ein Beispiel. Hier breitet sich die Wüste jedes Jahr um 3.500 Quadratkilometer aus, sodass die Bauern und die Nomadenfamilien immer weniger fruchtbares Land kriegen und vielen bleibt tatsächlich nur noch die Stadtflucht. Das heißt, man geht entweder in die Städte oder in die anderen Regionen, in andere Länder. Das ist aber ein längerer Schritt. Nächste Folie. Mit dieser Desertifikation verbunden ist eine Zunahme von Dürre und Wasserknappheit. Und auch hier wieder dieses Wechselspiel von der Zunahme von Armut, Hunger und Gewaltkonflikten. Schlechte Regierungsführung muss man dazu hinzufügen. In der Subsahara-Region hungert ein Viertel der Bevölkerung. Und hier ist einfach Ernährungsunsicherheit ein ganz zentrales Thema. Dazu kommt die Zunahme von Ressourcenkämpfen und politischen Konflikten. Also gerade in Ost- und Westafrika verstärken sich durch diese Konflikte gerade zwischen Pastoralisten und Landwirten. Es gibt
traditionelle und nomadische Lebensform. Das heißt, dass gerade die Pastoralisten nomadisch organisiert sind. Dadurch, dass immer mehr Wasserknappheit ist, dass auch sich der Boden verschlechtert hat, gibt es immer mehr Konflikte und Kämpfe hier. Auch das, der Tschadsee kann hier als gutes Beispiel genommen werden. Auch hier werden Ressourcenkonflikte verstärkt. Hinzu kommt hier, wenn wir in dieser Region bleiben, das Aufkommen von terroristischen Organisationen. Boko Haram ist hier ein ganz, ganz, ganz großer Player sozusagen. Die Perspektivlosigkeit für die Jugend aufgrund der Veränderungen des Klimawandels treiben praktisch tatsächlich viele Jugendliche in die Hände von Boko Haram. Und ähnlich ist es am Horn von Afrika, wo nochmal eine massive schlechte Regierungsführung und staatlich fragile Staaten, Strukturen einfach zusammenkommen. Allerdings sind die Menschen, die wir in diesen Regionen haben und die hier betroffen sind, so arm, dass sie nicht migrieren werden können. Man spricht hier von Trapped Communities. Und das ist ein wichtiges, zentrales Phänomen, das einfach mit dazugehört. Hier ist entweder in die Städte oder einfach tatsächlich in die Hände die Auswirkungen sind hier ganz fatal. Und wichtig finde ich immer dieses Beispiel, weil die meisten nicht fliehen werden können. Die am meisten betroffen sind, die vulnerabelsten Gruppen, haben nicht die Ressourcen. Ein weiteres Beispiel, und nachher werden wir da nochmal mit Oliver wird da nochmal genauer eingehen, aber worauf ich hinaus möchte, hier ist der Anstieg des Meeresspiegels, weil der, wenn man hier sieht, welche Städte sind besonders betroffen, und wir zoomen mal auf Dhaka zum Beispiel und Bangladesch. In Bangladesch lässt sich der Klimawandel lässt die Küstenregion versalzen, Ackerland geht verloren, Ernteausfälle, gleichzeitig hat man es mit Tornados und Überflutungen zu tun, Schädlinge, Pflanzenkrankheiten verbreiten sich und auch hier schaffen es die Menschen nicht mehr, sich an den Klimawandel anzupassen und migrieren, vor allem in die Städte. Und hier haben wir wirklich das ganz große Problem der Stadtflucht, dass wir es mit ganz viel Slumbildung zu tun haben und dass Städte wie Dhaka, wo die Prognosen auch nicht sehr rosig sind, wie es mit Dhaka aussehen wird in 50 Jahren, was die Anpassung an den Anstieg des Meeresspiegels angeht. Auch hier wird es dazu, also ist es jetzt schon so, dass es zu einer massiven Verelendung in den Slums kommt, dass die Menschen, die wirklich relativ gut gelebt haben, jetzt dort verarmen und wie es jetzt weitergeht, tatsächlich entweder noch weiter in die Armut getrieben werden oder aber wirklich auch weiter migrieren. Und dieses Beispiel ist ein drittes Beispiel von Migration, was nämlich so eine skalare Migrationsbewegung ist. Die Menschen, die meistens Fischer sind oder von der Fischerei leben, ziehen zuerst immer ein Stück weiter nach innen, ins Land, verändern ihre Subsistenz innerhalb der Landwirtschaft. Das geht dann auch nicht, weil die Böden so versalzen sind. Die Flucht geht dann, und dann wird auch schon immer mehr verkauft, um die Mobilität zu garantieren. Dann kommt man in die Städte, bis dahin sind alle Ersparnisse und den ganzen Wohlstand, der durchaus auch da war, wirklich auch weg. Und wir reden hier von Phasen von 20 Jahren. Na, hier ist es gar nicht mehr so einfach von klimabedingter Migration und Flucht, das so eindeutig festzumachen, weil wenn man die Menschen fragt, dann sagen sie, naja gut, ne, ich bin hier, weil es bei mir ich habe keine Arbeit mehr gehabt oder sowas. Ne? Also die Kausalität ist gar nicht mehr so direkt, ist aber ganz deutlich da, weil sie aufgrund der Klimaveränderungen ist. So, das war das dritte Beispiel. Und dann bin ich auch fertig mit meinen kleinen, einfach, ich wollte jetzt wirklich so einen Überblick geben, was gibt es eigentlich für verschiedene Formen. Und ich hoffe, was ich jetzt zeigen konnte hier, ist, dass Klimawandel Migration auslösen kann, aber auch verhindern kann. Migration ist teuer und gerade die betroffenen Bevölkerungen, die besonders betroffen sind, verlieren ihre Mittel in diesem Prozess. Das war das andere mit klimabedingter Migration, ist ein multikausales Phänomen. Also es hat immer verschiedene Faktoren. Und das ganz Wichtige ist, dass ganz viele Menschen einfach nicht in der Lage sein werden,
vor den Umweltveränderungen zu fliehen. Und diese Bevölkerungsgruppe wird nicht in der Lage sein. So. Und hier nur einmal nochmal zusammengefasst, was es für Formen der Migration gibt. Plötzliche Flucht, ne, was man wirklich als Klimaflucht auch bezeichnen kann und das auch definitiv ist. Langsame skalare Migration, Resettlement, Relocation, das sind geplante Migrationsbewegungen, die werden wir bei Oliver auch nochmal genauer sehen. Und die Immobilität. Und damit komme ich tatsächlich hier, das hatte ich auch schon gesagt, es gibt, ne, es ist selbst erfolgreiche Migration, bedeutet wirklich die Aufgabe von ganz vielen. Auch das werden wir bei Oliver, glaube ich, nochmal genauer sehen. Die nächste Folie. Das nochmal, und ich hatte es am Anfang angesprochen, und das möchte ich Ihnen einfach auch nochmal mitgeben zur Terminologie. Wenn wir von Umweltflüchtlingen sprechen, es ist einfach tatsächlich keine einfache Sache und ich hoffe, ich konnte aufzeigen, dass es ganz verschiedene Formen der Migration und der Flucht gibt. Insofern, wir haben im Asylrecht und im Völkerrecht haben wir ein Instrument, das ist die Genfer Flüchtlingskonvention und da gelten Verfolgungsgründe nur individuelle Verfolgungsgründe. Der Klimawandel als Verfolgungsgrund für besonders arme Menschen ist da nicht mit einbezogen. Es gibt Zusatzprotokolle, da ist die Kampala-Konvention, auch die Cartagena-Konvention, die nochmal kleine Schutzmechanismen gerade für Binnenvertriebene auch anbieten kann. Es gibt mittlerweile andere Prozesse innerhalb der globalen Pakte für Migration, wenn man überlegt, humanitäre Korridore, das gab es für Haiti zum Beispiel, der Plan Brasil nach Brasilien und nach Argentinien auch. Ansonsten ist es immer noch schwierig, Menschen, die betroffen werden, das hatte ich auch schon gesagt, die betroffen sind, Klimamigrantinnen, Klimavertriebene, Klimaflüchtling ist leider rechtlich der falsche Begriff und wird von vielen Betroffenen tatsächlich auch nicht genutzt. Aber auch hier ist das ein sehr bewegliches Feld. Es ist immer die Frage, wie benutze ich das strategisch? Benutze ich das strategisch, um wirklich darauf aufmerksam zu machen, hier, ich fliehe, mein Leib und Leben ist bedroht und deswegen bestehe ich auf diesen Begriff. Oder ich sage, nein, ja, die anderen sind ganz konkret verantwortlich, ich bin nicht Opfer. So sind tatsächlich die Aussagen dann auch. Ich möchte als Agierendes, als Akteur bezeichnet werden, das handlungsfähig ist. Und so sind die Debatten da. Also es ist nicht unproblematisch, aber rechtlich ist es definitiv der falsche Begriff. Das Hauptproblem ist die Schutzlücke und die ist tatsächlich die große Frage, wie kann man damit umgehen, denn das Klima, also denn die klimabedingte Migration wird ein Thema sein, auch Flucht. Definitiv werden Regionen nicht bewohnbar bleiben und es gibt eine Verantwortung und hier gilt es tatsächlich weiter zu gucken, was für politische Lösungsansätze gibt es, was für, ne, es gibt verschiedene Instrumente und das ist, genau, das ist so die andere Baustelle und da wird gerade aber viel diskutiert. Es ist aber ein sehr langer Weg, weil in den Klimaverhandlungen, da sind die Leute sehr relativ positiv gestimmt. Bei Migration hört alles auf, sobald es darum geht, das Brot im eigenen Haus zu teilen. Und damit gebe ich an Oliver Hasenkamp weiter. Vielen Dank, Frau Braun, erstmal für den Überblick und die klare Botschaft auch zum Schluss. Das wird uns noch beschäftigen, das glaube ich auch. Herr Hasenkamp, wollen Sie bitte? Ja, ganz vielen Dank. Stanley, du hast ja schon eingangs über die Karibik als eine Region gesprochen, die besonders stark vom Klimawandel betroffen ist. Ich möchte jetzt noch mit euch, mit Ihnen zusammen auf eine weitere Region blicken, die ebenfalls besonders stark vom Klimawandel betroffen ist, wo klimabedingte Migration heute schon ein großes Thema ist, nämlich Ozeanien oder die pazifischen Inselstaaten. Um das kurz einzuordnen, wir sehen hier nochmal die Karte des Weltrisikoindex, den Kathi Braun vorhin schon gezeigt hat. Und wenn ich über die pazifischen Inselstaaten spreche, meine ich damit so die Region, die am Knick
zwischen dieser Karte quasi befindlich ist, so östlich von Australien, nördlich von Neuseeland. Man sieht hier neben dem Kasten der Philippinen links Papua-Neuguinea, ein relativ großer Staat, der zu den pazifischen Inselstaaten gezählt wird, aber darüber hinaus ganz, ganz viele weitere, teilweise sehr kleine Staaten, wie beispielsweise Tuvalu, den wir hier oben schon eingeblendet sehen, mit gerade mal 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern beispielsweise, die quasi über diesen gesamten Pazifischen Ozean verstreut sind. Es gibt aber auch ein paar größere Staaten, wenn du noch mal klicken möchtest, Annika, wie hier beispielsweise ein Bild aus Vanuatu. Diese Staaten sind dann, da werde ich gleich auch noch mal drauf eingehen, nicht so stark vom Meeresspiegelanstieg allein betroffen, sondern auch von anderen Folgen, wie beispielsweise Stürmen. Wenn man sich jetzt die Tabelle quasi oder das traurige Ranking, wenn man so möchte, der Länder mit dem höchsten Risiko genauer anschaut. Und höchstes Risiko bedeutet jetzt, ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, in dem Fall auch nicht nur Klimawandel, da spielen auch Naturkatastrophen, die nicht durch den Klimawandel bedingt sind, wie Vulkanausbrüche beispielsweise eine Rolle, dann sehen wir in der traurigen Top 10 mit Vanuatu, den Salomonen, Tonga und Papua-Neuguinea tatsächlich 4 pazifische Inselstaaten vertreten, auch eine Reihe an Staaten aus der Karibik. Und dass es nicht noch mehr pazifische Staaten sind, liegt sogar auch vielleicht daran, dass gar nicht alle erfasst worden sind, weil einige so klein ist, dass es da kaum eine Datenlage gibt. Die findet man auf vielen Weltkarten gar nicht mit abgebildet. Genauso ist es, wenn man sich diesen Weltrisikoindex jetzt genauer anschauen möchte, das möchte ich jetzt gar nicht so sehr im Detail machen, finden sich da verschiedene Kategorien, die bewertet worden sind. Kathi Braun hat vorhin schon angesprochen, da geht es neben dem reinen Risiko beispielsweise auch um Anpassungs- und Bewältigungskapazitäten gegenüber Naturkatastrophen und dem Klimawandel. Und wenn man sich da die einzelnen Kontinente anschaut, sieht man auch, dass Ozeanien sehr, sehr dieser Weltrisikoindex quasi im Ozeanien den mit Abstand höchsten Wert aufzeigt. Der Klimawandel ist im Pazifik besonders stark ausgeprägt, er ist aber auch in gewisser Weise besonders sichtbar. Und ich glaube, viele Menschen weltweit verbinden die pazifischen Inselstaaten auch sehr, sehr stark mit dem Klimawandel. Was natürlich auch daran liegt, dass die internationale Klimapolitik für diese Staaten das wichtigste Politikfeld ist und sie da sehr aktiv sind, wenn auch nicht unbedingt in dem Maße erfolgreich, wie es für uns alle eigentlich notwendig wäre, um gegen den Klimawandel vorzugehen. Es liegt sicherlich auch daran, dass wir im Pazifik eine ganze Reihe sehr niedrig gelegener Atollstaaten haben, wie beispielsweise Tuvalu hier. Ein Atollstaat ist, das sieht man hier auch auf der Karte, vielleicht noch besser als auf dem Bild, eine ringförmige Ansammlung von kleinen Inselchen, teilweise auch von Korallenriffen, die unter dem Meeresspiegel liegen, die dazu führen, dass es im Inneren eine relativ geschützte Lagune gibt, die aber auch mit Wasser gefüllt ist, und im Äußeren das offene Meer ist und dazwischen nur ein relativ schmaler, oft nur 100, 200 Meter oder sogar noch schmalerer Streifen an Land. Und der Klimawandel hier einfach sehr, sehr sichtbar ist, vor allem eben der Meeresspiegelanstieg. Und wir haben aber auch, das hatte ich gerade schon erwähnt, andere Staaten, wo es andere Folgen des Klimawandels sind, wie Anfälligkeiten von Stürmen oder Naturkatastrophen, die relativ stark ausgeprägt sind. Was insbesondere für die kleinen Inseln, also gerade die Atollinseln gilt, ist, dass sie trotz ihrer teilweise relativ geringen Bevölkerung im globalen Maßstab sehr, sehr stark Überbevölkerung haben, also sehr stark überbevölkert sind. Und das wiederum gilt insbesondere auch für die Hauptinseln, die Hauptatolle, die häufig die einzelnen Inseln sind, die gerade der jungen Bevölkerung überhaupt noch wirtschaftliche Perspektiven, auch Bildungsperspektiven bieten können. Und genau deshalb ist es insbesondere auf diesen ganz kleinen Inseln häufig oder an vielen Orten nicht in dem Maße möglich, dass Menschen Binnenmigration betreiben wie anderswo auf der Welt. Und deshalb wird Migration infolge des Klimawandels im Pazifik häufiger als anderswo möglicherweise auch mit grenzüberschreitender Migration verbunden, weil gar nicht so viele andere Möglichkeiten bestehen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein.
Und es gilt, wie gesagt, nicht für alle Staaten, was ich gerade gesagt habe, sondern wir haben eine große Vielfalt auch an unterschiedlichen Staaten im Pazifik. Das muss man schon auch berücksichtigen. An der Stelle möchte ich nur kurz darauf hinweisen, das soll jetzt nicht im Fokus für uns, glaube ich, stehen, aber dass für die Staaten im Pazifik, auch für das Völkerrecht, mit Klimapolitik oft auch so ein bisschen verbunden ist, ein Bild zu kreieren, was sicherlich auch nicht völlig abwegig ist, dass die gesamte Existenz bestimmter Staaten in Gefahr steht. Wir sehen hier links beispielsweise eine Rede, die der Außenminister von Tuvalu während der letzten Klimakonferenz gehalten hat, symbolisch im Wasser stehend, um eben auf die Gefahr des Meeresspiegelanstiegs hinzuweisen. In der Mitte haben wir ein Bild, das ist schon ein bisschen älter, stammt auch nicht aus dem Pazifik. Das ist aus den Malediven, einem Atollstaat im Indischen Ozean, wo schon vor einigen Jahren eine Kabinettssitzung symbolisch unter Wasser stattgefunden hat. Rechts hat sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres im Wasser stehend während eines Besuchs auf Tuvalu abgebildet. Das heißt, hier wird auch ein bestimmtes Bild erzeugt, was natürlich Aufmerksamkeit schafft, und das ist enorm wichtig, aber durchaus, da komme ich jetzt gleich zu, auch ja, vielleicht bestimmte Probleme mit sich bringt, auch weil es eine bestimmte Opferperspektive verstärkt. Aber vielleicht magst du noch einmal kurz klicken, Annika, genau. Hier noch eine Darstellung, mit der ich darauf hinweisen möchte, dass fürs Völkerrecht tatsächlich diese Frage des Staatsverlusts eine ist, die in den nächsten Jahren durchaus zumindest theoretisch an Bedeutung gewinnen wird. Einfach deshalb, weil selbst dann, wenn ein Großteil einer Bevölkerung von einem Land ins Ausland migrieren sollte, bleibt das Land als solches völkerrechtlich bestehen, bleibt eine Regierung bestehen, gibt es weiter eine Meereszone, die beispielsweise für Fischerei oder Ähnliches ausgebeutet werden kann, wo Lizenzen auch an andere Länder vergeben werden können. Das heißt, es gibt noch ein Land, was auch eine irgendwie geartete eigene Einnahmequelle hat, um beispielsweise Kultur aufrechtzuhalten. Wenn aber irgendwann ein Maß erreicht ist, wo eine Insel nicht mehr nur kaum noch bewohnbar ist, sondern gar nicht mehr bewohnbar ist, dann verliert sie tatsächlich laut Völkerrecht den Status eines unabhängigen Staates, vereinfacht gesagt. Und das ist tatsächlich eine Frage, die könnte nicht morgen, auch noch nicht unbedingt übermorgen, aber wenn wir nichts gegen den Klimawandel tun, irgendwann auch auf die Menschen, insbesondere im Pazifik, in einigen Staaten zukommen. Tatsächlich ist aber dieses Bild der versinkenden Inselstaaten durchaus auch ein gefährliches. Vielleicht noch mal einmal drücken. Denn es kann auch einen durchaus falschen Eindruck vermitteln. Es kann nämlich eben genau den Eindruck vermitteln, dass der Klimawandel, insbesondere hier der Meeresspiegelanstieg, kein Prozess ist, der sich eben über einen langen Zeitraum hin erstreckt, sondern dass eine Insel den einen Tag noch über Wasser ist und dann plötzlich den anderen Tag komplett für alle Ewigkeit unter Wasser ist und nicht mehr bewohnbar ist und es eben zu einer plötzlichen, unvorbereiteten Flucht kommen muss. Tatsächlich werden Inseln aber lange unbewohnbar, bevor sie vollständig im Meer versinken. Und wenn man es genau nimmt, werden sie auch lange zunehmend unbewohnbar, bevor sie wirklich komplett unbewohnbar werden, sodass da nicht mehr ein einziger Mensch leben kann. Denn letztlich geht es darum, wie viel Ernährungssicherheit, wie viel Trinkwasserkapazitäten kann ein bestimmtes Land, also in dem Fall eine bestimmte kleine Insel, bieten, der Anzahl an Menschen, die dort leben. Und wenn dieses Maß irgendwann nicht mehr erreicht ist, dann wird es halt schwierig für die Menschen dort zu leben. Umfragen haben beispielsweise gerade auch in kleineren Staaten wie Tuvalu gezeigt, dass es auch gar nicht so sehr der Meeresspiegelanstieg ist, der halt ein langsamer Prozess ist, auch wenn er natürlich viel zu schnell geht mittlerweile, dieser langsame Prozess leider, dass dieser Meeresspiegelanstieg gar nicht so sehr von den Menschen als die akuteste Bedrohung wahrgenommen wird, sondern dass es andere Dinge sind, die mit dem Meeresspiegelanstieg zusammenhängen, wie beispielsweise ein Mangel an Trinkwasser, was für ihr Leben die deutlich akutere Bedrohung in ihrer eigenen Wahrnehmung darstellt. Mangel an Trinkwasser, sowieso auf gerade diesen kleinen Atollinseln sehr, sehr stark ausgeprägt, weil das keine Inseln sind, die ein tiefes Fundament haben, wo es viele Süßwasserlinsen gibt, aber wo die Trinkwasserproblematik dadurch verschärft wird, dass es eben infolge des Klimawandels zur Erosion kommt, zu einzelnen Hochwassern, Überschwemmungen kommt und diese sowieso schon geringen Süßwasserlinsen versalzen. Und wenn dann noch eine Dürre, wie das in den letzten Jahren zum Teil gewesen ist, dazukommt, gibt es eben kaum noch Trinkwasserkapazitäten. Und muss man insbesondere für Tuvalu beispielsweise sagen, dass da eben ein Überleben
in den letzten Jahren zum Teil auch nur noch deshalb möglich gewesen ist in Dürreperioden, weil Neuseeland Meerwasserentsalzungsanlagen dahin geschickt hat. Ich möchte jetzt nicht ausführlich auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen eingehen, habe mir aber gedacht, ich möchte sie zumindest mal erwähnen, weil der ein oder andere davon vielleicht schon mal gehört hat in dieser Gesprächsreihe. Und letztlich sind diese Ziele, die hier beschlossen worden sind, die beschreiben ja in gewisser Weise, das möchte ich nur noch mal verdeutlichen, die beschreiben ja, was notwendig ist für ein gutes Leben für alle Menschen und somit sozusagen auch, in welchen Bereichen überall ein Mindeststandard des Lebens gesichert sein muss. Kein Hunger, eine Gesundheitsversorgung, die ja auch, Gesundheit ist auch ein großes Thema, wenn auch ein eigenes Thema, was durch den Klimawandel massiv verschärft wird. Bildung und so weiter und so fort, Wasserzugang, das sind ja alles Themen, die vom Klimawandel beeinflusst werden und damit, wenn die nicht mehr gegeben sind, das Überleben schwierig machen. Schauen wir noch mal weiter. Das nur ganz kurz, weil da ist Kathi Braun gerade auch schon ausführlicher darauf eingegangen. Aber auch bei kleinen Gesellschaften, wie wir sie im Pazifik haben, bei denen man durchaus sagen kann, dass wirklich die gesamte Bevölkerung massiv vom Klimawandel betroffen ist, gibt es natürlich bestimmte Gruppen, die besonders stark unter dem Klimawandel leiden. Und sei es alleine deshalb, weil sie im Pazifik gerade Frauen in der Politik kaum eine Mitsprache bei Entscheidungsfindung haben. Für andere Regionen, weniger für den Pazifik, könnte das auch indigene Bevölkerung beispielsweise sein. Wenn wir auf die nächste Folie schauen, möchte ich hier kurz darauf eingehen, dass Migration aus den pazifischen Inselstaaten schon seit vielen, vielen Jahrzehnten und eigentlich auch Jahrhunderten Realität ist, durchaus auch unabhängig vom Klimawandel. Migration als solche ist auch gar nicht unbedingt nur negativ besetzt im Pazifik, weil viele Traditionen, viele kulturelle Geschichten der Region darauf zurückgehen, dass durch Migration eben auch diese ganze Region besiedelt worden ist. Eine Insel nach der anderen besiedelt wurde, weil sich eben Menschen auf den Weg gemacht haben, aus ihren Heimatinseln neue Inseln zu entdecken. Das war aber immer mit dem Gedanken verknüpft, eine Verbindung mit den Heimatinseln zu halten, einen kulturellen Austausch beizubehalten, Handel zu treiben, wie es vor allem auch in vorkolonialer Zeit, zumindest in einigen Regionen des Pazifiks, der Fall gewesen ist. Heute sind vor allem Australien und Neuseeland, also zwei großen Staaten der Region, aber auch die USA und im geringeren Maße Kanada, wichtige Zielländer für Migration von Menschen aus den pazifischen Inselstaaten. Es gibt aber auch innerhalb der pazifischen Staaten grenzüberschreitende, natürlich auch in einigen Ländern natürlich Binnenmigration, aber ich meine jetzt Migration zwischen verschiedenen pazifischen Staaten, beispielsweise nach Fidschi, einem zentral in der Region gelegenen, vergleichsweise großen Land, wo sich beispielsweise regionale Bildungsinstitutionen befinden. Und überhaupt ist Bildung ein ganz wichtiges Motiv für Migration aus den pazifischen Inselstaaten heraus, weil insbesondere auf den ganz kleinen Inseln und zu den Atollstaaten gehören teilweise auch Inseln, da leben 60, 70, 80 Menschen. Bildungsinstitutionen in dem Maße natürlich nicht vorhanden sind wie in größeren Ländern. Ein weiteres ganz wesentliches Motiv für Migration ist das Erwirtschaften eines Einkommens, wobei es da häufig weniger darum geht, dass die Menschen sich selber ein gutes Leben in Australien oder Neuseeland machen wollen, sondern ganz oft der Gedanke dabei mitspielt, dass sie dort ein Einkommen erwirtschaften wollen, was dann auch in großen Teilen zurücküberwiesen wird an die Familien im Heimatland. Das heißt, durch die eigene Migration will man eigentlich das Leben von Verwandten im Heimatland weiter ermöglichen, wo es wenig wirtschaftliche Möglichkeiten gibt. Und häufig ist Migration auch mit dem Wunsch und oft auch der sehr konkreten Planung, also für einen bestimmten Zeithorizont vorgesehen, verbunden, dass man wieder ins Heimatland zurückkehren möchte. Und genau das ist aber ein Aspekt, der zunehmend häufiger in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, nicht mehr in dem Maße passiert, was sicherlich mit dem Klimawandel zusammenhängt, aber vielleicht auch nicht nur mit dem Klimawandel, weil natürlich mit einem Umzug in andere Gesellschaften man auch einen neuen Lebenswandel beispielsweise kennenlernt. Konsum, der auch im Pazifik natürlich auf dem Vormarsch ist leider, die auf den kleinen Inseln nicht immer möglich sind.
Was aber sehr, sehr wichtig ist, dass kulturelle Gemeinschaften in den Zielländern immer sehr, sehr wichtig bleiben. Also selbst Menschen, die in zweiter Generation in Neuseeland leben, würden wahrscheinlich sich selbst noch als Samoanerin oder Samoaner definieren, wenn die Vorfahren dort herrschten. Wenn wir jetzt noch mal weiterschauen, von den Menschen, die eben nicht zurückgekehrt sind in ihre Heimatländer, deren Aufnahmegenehmigungen aber irgendwann ausgelaufen sind, haben in den letzten Jahren immer wieder vereinzelt Menschen gerade in Neuseeland versucht, Asyl unter anderem auch mit Verweis auf die Gefahr des Klimawandels zu beantragen. Es gibt bisher aber nirgendwo, soweit ich weiß, eine ganz eindeutige Asylentscheidung für eine Person, die ausschließlich oder vor allem aufgrund des Klimawandels als Aspekt getroffen worden ist. Im Jahr 2020 hat der UN-Menschenrechtsausschuss, das ist ein Expertengremium der Vereinten Nationen, hier allerdings eine sehr wegweisende Entscheidung für die Zukunft hoffentlich getroffen und hat entschieden, dass das Recht auf Asyl nicht verweigert werden darf, wenn aufgrund des Klimawandels das Leben des Antragstellers in Gefahr ist. Und hat außerdem auch festgehalten, dass das sowohl die langfristigen, also eher schleichenden Folgen wie den Meeresspiegelanstieg, als auch kurzfristige Folgen wie etwa Naturkatastrophen beinhaltet. Trotz dieser Grundsatzentscheidung wurde die konkrete Beschwerde, die zu diesem Urteil geführt hat, eines Menschen aus Kiribati gegen seine Ausweisung aus Neuseeland allerdings abgewiesen, mit der Begründung unter anderem, dass für die Regierung von Kiribati noch genug Kapazitäten, noch genug Spielraum besteht, im eigenen Land die eigene Bevölkerung zu schützen. Jetzt muss man sich aber vor Augen führen, auf der nächsten Folie sind ein paar Bilder, dass Kiribati tatsächlich auch ein sehr kleiner und zumindest auf den Hauptinseln sehr, sehr stark überbevölkerter Inselstaat ist, auch ein Atollstaat, ähnlich wie Tuvalu, nur ein bisschen größer von der Einwohnerzahl her. Und ohne Frage auch einer der Staaten ist, die weltweit wahrscheinlich am stärksten vom Klimawandel betroffen sind und wo es für die Menschen mit am wenigsten Perspektiven gibt. Und wenn selbst dort noch es möglich sein soll, dass es Spielräume gibt, die Menschen dort vor Ort sicher unterzubringen, dann stellt sich natürlich die Frage, inwiefern dieses Grundsatzurteil derzeit irgendwo auf der Welt anwendbar ist, aber hoffentlich vielleicht dann in Zukunft. Aus Kiribati stammt übrigens auch das Konzept der sogenannten Migration with Dignity, also Migration oder in dem Fall Klimamigration mit Würde. Das wurde vom früheren Präsidenten von Kiribati, Anote Tong, stark vorangetrieben und setzt darauf, dass es eben nicht zu einer plötzlichen Flucht kommen soll, sondern zu einer geregelten Migration, die frühzeitig, also heute oder besser eigentlich schon gestern, beginnen müsste aus seiner Sicht, um den Menschen möglichst viel Kontrolle über den Zeitraum der Migration, den Weg der Migration, das Zielland der Migration und damit möglichst viel Würde zu lassen. Das Konzept sieht auch vor, dass Bildung und Ausbildung noch im Heimatland auch basierend auf den Bedürfnissen möglicher Aufnahmeländer ein ganz wesentliches Merkmal dieser Migration mit Würde sein soll, um den Menschen, die dann migrieren müssen, zu ermöglichen, einen möglichst selbstbestimmten Beitrag, auch einen möglichst positiven Beitrag zu diesen Aufnahmegesellschaften zu leisten. Dieses Konzept sieht auch vor, dass Migration über einen langen Zeitraum erfolgt, sodass nach und nach sogenannte Expatriate Communities in möglichen Aufnahmeländern entstehen, die dann wiederum bei der Ankunft weiterer Migrantinnen und Migranten helfen können. Und gleichzeitig auch dadurch, dass es eben diese Gemeinschaften gibt und die Menschen nicht quer über die Welt verstreut werden, auch die eigene Kultur am Leben erhalten können. Das ist ein Konzept, das ist auch im Pazifik nicht unumstritten. Es gibt nicht wenige, die Anote Tong auch vorwerfen, der selber immer gesagt hat, das ist ein realistisches Konzept, was er da entwickelt hat. Viele, die ihm vorwerfen, damit geben wir doch auf. Und unser Anspruch muss doch sein, wir kämpfen bis zum Schluss. Wir gehen nicht unter, sondern wir kämpfen, wie beispielsweise die Pacific Climate Warriors es hier fordern, eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten aus den pazifischen Inselstaaten. Es hat übrigens auch keinerlei Aufnahmeländer gegeben, die sich
bereit erklärt haben, zumindest keine großen Länder, dieses Konzept mit Anote Tong umzusetzen. Auch die heutige Regierung von Kiribati ist da ein bisschen anders eingestellt. Aber vielleicht hat der ein oder andere schon mal davon gehört, nächste Folie bitte, dass Kiribati tatsächlich in Fidschi Land gekauft hat, einem etwas größeren Nachbarland, mit dem Ziel, dort Nahrungsmittelerzeugung zu betreiben, was in Kiribati eben nicht mehr möglich ist, aber um eben ja damit eine Möglichkeit zu schaffen, selber auswärts sozusagen die Ernährungssicherheit für die eigene Bevölkerung sicherzustellen. Und es ist zum Teil auch diskutiert worden, ob das mögliches Land auch für spätere Umsiedlung sein könnte. Mittlerweile ist dieses Land von der heute aus meiner Sicht ein bisschen problematischen, auch sehr korrupten Regierung von Kiribati an ein chinesisches Unternehmen verpachtet worden, um entwickelt zu werden, und ist diese ursprüngliche Idee, die man kritisch sehen kann, aber eben auch als einen Ansatz zumindest der eigenen Bevölkerung eine Perspektive zu bieten, quasi nicht mehr aktiv. Worauf ich aber jetzt noch mal kurz hinaus möchte, dann komme ich auch gleich zum Ende, ist, dass Fidschi natürlich selber als ein Inselstaat massiv mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen hat. Auch Meeresspiegelanstieg in den Küstenbereichen, aber eben auch Zyklonen beispielsweise, die in den letzten Jahren massiv zugenommen haben. Und das Bild, was wir hier sehen, ist etwa das erste von einer ganzen Reihe von Siedlungen in Fidschi, die nahe den Küsten gelegen sind, die mittlerweile umgesiedelt worden sind. Das sind in Fidschi, muss man dazu sagen, ein relativ militärisch geprägten Staat, nicht immer friedliche Prozesse gewesen, sondern teilweise auch Maßnahmen, wo sowohl den Menschen, wo dann die neuen Dörfer errichtet worden sind, Land weggenommen worden ist, als auch Menschen aus ihren ursprünglichen Dörfern umgesiedelt wurden, die das so in der Form noch gar nicht unbedingt wollten, auch wenn der Klimawandel da massive Folgen hatte. Das heißt, auch das hat Kati Bornfun schon angedeutet, Klimamigration ist immer auch mit Konflikten verbunden. Und mein allerletzter Punkt auf der nächsten Folie ist der, dass ich nochmal darauf hinweisen möchte, inwiefern der Klimawandel und insbesondere natürlich auch Migration infolge des Klimawandels die Kultur und die Identität von Menschen betreffen. Im Pazifik ist es so, dass die Menschen, gerade vielleicht auch dadurch, dass es eine relativ begrenzte Masse an Land gibt, eine sehr, sehr enge Verbindung mit dem eigenen Land haben. Und das eigene Land bedeutet das, was in der Regel seit vielen Generationen im Familienbesitz ist und weitergegeben wird, in einigen Ländern auch überhaupt nicht veräußert, verkauft werden darf. Und selbst Menschen, die im Ausland sind, würden immer sagen, ich bin der und der von diesem Stück Land in meinetwegen Tuvalu, Samoa, Fidschi, wo auch immer. Das heißt, wenn das eigene Land verlassen werden muss, nicht nur von einem selber, sondern von der gesamten Familie, da niemand ist, der als Caretaker, sage ich mal, dieses Landes mehr weiter existiert oder dieses Land tatsächlich durch Erosion beispielsweise dem Meer einheimfällt, da macht das was Enormes mit der Identität dieser Menschen. Gleichzeitig geht durch den Klimawandel natürlich auch traditionelles Wissen verloren. Traditionelles Wissen kann in vielen Fällen auch Möglichkeiten zur Anpassung an den Klimawandel aufzeigen. Insbesondere, wenn ich daran denke, dass etwa das Anpflanzen von Mangroven häufig ein besserer Schutz gegen Erosion ist als das Bauen von Dämmen beispielsweise, die vielleicht stabiler sind, wenn eine wirklich große Welle kommt, aber ganz viel mit dem Biosystem machen, die Fischschwärme verändern oder die Fischgründe verändern und damit dann eben auch dazu führen, dass traditionelles Wissen, wann beispielsweise wo welche Fischsorten am besten zu fangen sind, wann man auch mal eine Pause einlegen muss für ein, zwei Jahre bestimmte Fischschwärme zu bejagen, weil ansonsten eine Überfischung besteht. All diese traditionellen Techniken, die über Jahrhunderte irgendwie bekannt gewesen sind, verlieren nicht nur durch den Klimawandel, sondern zum Teil auch durch Anpassungsmaßnahmen an Relevanz. Und dieses traditionelle Wissen und die Kultur, die infolge des Klimawandels verloren geht, ist natürlich auch nichts, was auf den Pazifik begrenzt ist, sondern wo man auch an ganz andere Regionen denken kann, beispielsweise an Grönland oder Alaska beispielsweise, wo Menschen auch Nischen gefunden haben, über Jahrhunderte hinweg durch traditionelles Wissen ein Überleben zu ermöglichen in Regionen, was jetzt völlig auf den Kopf gestellt wird, weil eben die Zeiten, wann das Eis gefriert, wann man jagen gehen kann und ähnliches, so in der Form nicht mehr existieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hasenkamp, auch, dass Sie nochmal den Hinweis auf kulturelle
Einflüsse da gemacht haben. Ich erinnere an den Film, der genau diese Verbindung zwischen Pazifik und Eisgebieten, Grönland und so weiter, den wollten wir auch gelegentlich mal zeigen. Frau Manner, Sie dürfen gerne weitermachen. Ja, vielen Dank. Der Film heißt übrigens Thule Tuvalu. Ein Richtig. Sehr sehenswerter Film, ganz toll. Ja. Und auch im Klimahaus in Bremerhaven haben wir tatsächlich eine Reisestation Samoa und auch Tokelau, wo genau diese Thematiken auch aufgegriffen werden. Also ganz, ganz herzlichen Dank an meine Vorrednerinnen und Vorredner für diese wirklich spannenden Einblicke. Mir bleibt jetzt eigentlich nur, das alles nochmal einmal kurz zusammenzufassen, denn ich finde, man muss sich das einfach nochmal vergegenwärtigen, dass die Schätzungen doch auch von wirklich hohen Zahlen, man spricht von 140 bis tatsächlich 215 Millionen Menschen, Kathi Braun hat gerade sogar von 700 Millionen Menschen gesprochen, also die Schätzungen gehen da sehr weit auseinander, aber das sind einfach dramatische Zahlen, die uns erwarten werden. Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und die Groundswell-Studie der Weltbank zeigt das ganz deutlich, dass es sogenannte Hotspots der Klimamigration gibt, in denen sich einfach auch die Faktoren noch intensivieren werden. Das ist einmal Subsahara-Afrika, dann natürlich Südasien, Ostasien und Pazifik, wie wir gerade gehört haben, aber auch Nordafrika. Und diese Länder, die sind nicht nur die Länder, aus denen migriert wird, sondern es sind auch Empfangsgebiete, also Stichwort Binnenmigration, da wird extrem viel passieren. Gehört haben wir auch, dass die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 hier definitiv nicht greift. Deswegen und auch aus anderen Gründen haben sich zwei Pakte entwickelt. Einmal der UN-Flüchtlingspakt und der UN-Migrationspakt. Ich gehe jetzt an der Stelle gar nicht mehr im Detail drauf ein, weil wir auch mit der Zeit sehr vorangeschnitten sind. Wer da Fragen zu hat, kann sich gerne nochmal melden. Und vielleicht haben wir auch gleich im Chat nochmal ein paar Möglichkeiten. Mir war es an der Stelle jetzt nochmal wichtig, zu zeigen, was wir hier in Deutschland auch an Bildungsarbeit anbieten. Denn die Deutsche Klimastiftung tritt seit 2009 an, um wirklich über Umweltbildung zu sensibilisieren, über den Klimawandel aufzuklären und vor allen Dingen zu Klimaschutzmaßnahmen anzuregen. Und eines unserer mittlerweile wirklich vielen Projekte ist eines meiner Herzensprojekte, sage ich immer, und zwar das Projekt Klimagesichter. Herr Paschlau hat schon kurz vorgestellt, seit 2019 qualifizieren wir Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund. Insgesamt sind es über 45 Menschen aus 23 Herkunftsländern. Und Stanley ist einer davon. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute Abend Zeit hat und hier dabei ist. Man sieht ihn auch auf dem Foto übrigens. Es gibt aber noch ganz viele mehr, auch aus wirklich spannenden Regionen, die über ihre Herkunftsländer berichten, über den Klimawandel in ihren Herkunftsländern und die Sie auch für Workshops buchen können. Also kommen Sie da gerne nochmal auf mich zu, wenn Sie Bedarf haben. Angesprochen wurde auch schon unsere Wanderausstellung Klimaflucht. Wir reden hier über 17 lebensgroße Figuren. Das sind wirklich richtig stabile Holz-Stahl-Konstruktionen, also nicht nur so Pappaufsteller, sondern wirklich stabil, die auf Stahlplatten stehen und in sich eine Audiodatei tragen. Auf Knopfdruck erzählen diese Figuren von ihren Herkunftsländern, von ihren Sorgen, Ängsten, Hoffnungen, alles, was mit Flucht und Migration zu tun hat. Also eine wirklich sehr lebendige und schöne Ausstellung, die Sie auch kostenfrei leihen können. Und diese Ausstellung, die wird es auch bald digital geben. Das sehen Sie hier rechts unten. Wir haben eine extra Homepage entwickelt. Das ist jetzt die sogenannte Landingpage. Man kommt also auf die Weltkarte, klickt eine Figur an oder ein Land an und bekommt Hintergrundinformationen zu diesem Gebiet. Man kann einmal die Audiodatei hören, die dann in der Figur verbaut ist. Und noch weiterführende Links zu Filmen, Videos und so weiter. Auch das wird es bald geben. Das können Sie gerne für Ihre Bildungsarbeit nutzen. Wir stellen das alles kostenfrei zur Verfügung und hoffen damit einfach auch dann viele Menschen zu erreichen. Ja, im Zuge von Corona, muss man sagen, weil wir nämlich die Wanderausstellung nicht verleihen konnten,
haben wir Miniaturfiguren entwickelt. Die sehen Sie hier links unten. Das sind, ist quasi die Wanderausstellung in klein. Das sind so 20 bis 30 Zentimeter große Figuren, die wunderbar in Klassen, in Schulen eingesetzt werden können. Wir haben sogenannte Workshop-Koffer entwickelt. Also die Figuren kann man zum Beispiel in einem Klassenraum aufstellen. Dann macht man Stationslernen zu verschiedenen Ländern. Wir haben ein Quiz entwickelt. Es gibt eine Handreichung für Lehrkräfte dazu mit verschiedenen Anleitungen zum Weltverteilungsspiel. Spiel und Mystery-Methode und so weiter. Ja, last but not least war ich tatsächlich im Herbst 2020 selber mit einem Filmteam in einem Flüchtlingscamp in Griechenland, weil uns die Frage doch einfach auch sehr beschäftigt hat, wie viele Menschen, die aufgrund des Klimas oder aufgrund von Umweltveränderungen fliehen, gibt es denn eigentlich in verschiedenen Flüchtlingsunterkünften in Europa? Und tatsächlich war das zu der Zeit, als Moria brannte. Wir wollten dann eigentlich nach Moria, aber für Journalisten einfach auch kein sicheres Gebiet. Und uns wurde gesagt, dass auf Samos, im Flüchtlingscamp Vathi, ähnliche Bedingungen herrschen. Tatsächlich ist dort ein Camp für 650 Personen ausgelegt, zu dem Zeitpunkt mit 3000 Menschen überfüllt. Es hat sich dann also um das Camp herum hat sich ein sogenannter Jungle gebildet, indem wir unterwegs waren und verschiedene Interviews geführt haben und tatsächlich auch einige Menschen getroffen haben, die eben nicht aus Syrien, Afghanistan kamen, also wirtschaftliche Flüchtlinge sind, was ja in längerem Sinn auch Umweltflüchtlinge sein können, sondern wirklich auch ganz deutlich wie aus Sierra Leone oder Haiti, wir haben es gehört, geflohen sind aufgrund von Kriminalität oder Überflutung. Wenn nachher noch Zeit ist, können wir den Film gerne noch schauen. Das sind 8 Minuten. Es gibt es aber auch bei YouTube. Ich habe den Kontakt da einmal eingegeben. Ich würde aber sagen, wir haben ja jetzt schon 8:30, dass wir vielleicht nochmal die Bühne öffnen für Fragen und Ideen. Wenn Sie uns kontaktieren möchten, machen Sie dies gerne. Ich habe hier nochmal die jeweiligen E-Mail-Adressen dazugefügt, aber auch die Homepages unserer Organisation. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein durften. Vielen, vielen Dank, Herr Paschlau, für diese gelungene Veranstaltungsreihe, die Sie ja anbieten. Und ja, ich denke mal, Sie moderieren jetzt vielleicht den Chat nochmal. Ganz herzlichen Dank auch an Sie, Frau Manner. Wirklich sehr eindrucksvoll, was die vier da vorgetragen haben. Ganz herzlichen Dank an Sie alle vier. Eine Mischung aus Betroffenheit, aus den Bildern, die man von Flut und von Zyklonen bekommt. Das sind alles Dinge, die wir in Deutschland so massiv noch verdrängen. Da ist uns Markus und mir wirklich, da müssen wir mehr dran. Und vielen Dank deswegen auch, Frau Manner, Ihr Angebot. Vielleicht kriegen wir es hier in München auch hin, die Ausstellung aufzustellen mit den großen Personen oder auch mit dem Film was noch hinzukriegen. Also ich werde mich mal da kräftig drum bemühen jedenfalls. Nächstes Jahr, das kann ich soweit kann ich schon vorgreifen, wird es im Klimaherbst einen Schwerpunkt Klimagerechtigkeit geben. Vielleicht kann man das genau als Aufhänger benutzen. Vielen Dank auch für den Hinweis. Ich komme dann jedenfalls auf Sie nochmal zu. Ja, ich habe jetzt gerade bewusst im Chat nochmal geguckt. Gibt es Wortmeldungen, gibt es Meinungen, gibt es Fragen? Ich habe auch die Damen und Herren noch gebeten, wenn sie Fragen und Anmerkungen haben, nur hinein in den Chat damit. Es sind nämlich bisher keine Fragen. Sie vier waren so eindrucksvoll und so klar, dass es keine direkten Fragen gibt. Immer noch nicht. So, dann frage ich mal Sie vier, ob es noch aus Ihrer Sicht Vertiefungen oder noch Bemerkungen gibt, die Ihnen noch auf dem Herzen liegen. Bitte sehr. Nee? Frau Manner, bitte? Nee, ich glaube, Frau Braun meldet sich gerade noch. Frau Braun, also bitte, gerne. Ja, ich glaube, dadurch, dass ich oft in klimabewegten Kontexten mich auch bewege, aber einfach aus dieser anderen Richtung der Migrationspolitik auch komme. Da tatsächlich, du Annika hattest das schon angesprochen mit den globalen Pakten und ich glaube, es ist total wichtig, ich hatte es vorher kurz angesprochen, wie schwierig das ist und wie schwierig diese politischen Prozesse sind und es gibt ja jetzt auch im neuen Koalitionsvertrag, oder zumindest war die Hoffnung zu gucken hier, wir gucken, dass es
Beispielsweise, es gab mal die Massenstromrichtlinie, die war tatsächlich für Geflüchtete aus Syrien auch beansprucht. Das heißt, dass Menschen aus einer bestimmten Region fliehen können. Es gibt verschiedene politische Lösungen. Ich glaube, was wichtig ist für Sie auch so mitzunehmen, dass die Geschwindigkeiten ganz andere sind. Und da, wo es um nationales Recht geht und da, wo es darum geht, die Grenzen zu öffnen, da hat man einen ganz langen Weg. Ich finde es immer beeindruckend, wie die globalen Länder, also die Länder des globalen Südens, tatsächlich schon lange gucken. Also dort gibt es humanitäre Korridore beispielsweise. Dort guckt man nach regionalen Lösungen. In Europa und gerade hier auch nochmal in Westeuropa tut man so, als habe das alles nichts mit ihnen zu tun. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da in den Diskussionen und Debatten, wenn man irgendwo politisch Kontext irgendwo ist, sich da auch einmischt und sagt, nee, das kann nicht sein, dass das so kommt. Also es wird immer damit argumentiert, ja, die bleiben ja eh in ihren Regionen etc. Und das stimmt zum Teil. Das heißt aber nicht, dass man sich auch migrationspolitisch aus der Verantwortung stehlen kann. So, das liegt mir, glaube ich, immer noch am Herzen, das einfach nochmal mit reinzugeben, weil das ist wichtig, genauso wie wichtig das ist, Aufrüstungsmaßnahmen da wirklich zu intervenieren. Denn wenn man sich das Weißbuch der Bundeswehr anguckt, dann ist Umweltmigration, Klimaflucht ist eines der größten Herausforderungen, was Sie sagen, für die nächsten 50 Jahre. Und da wird das Budget massiv aufgerüstet. Also massiv wird in Aufrüstung investiert und das und auch auf EU-Ebene. Und auch da schauen Sie hin, das ist mehr im Bereich von Friedenspolitik, aber der geht ganz direkt da rein. Und das, finde ich, ist auch ein blinder Fleck immer. Und das Letzte vielleicht nochmal, wo ich auch denke, es ist natürlich schwierig, immer sich für einzelne Gesamtlösungen einzusetzen, weil es keine Gesamtlösung gibt für den Bereich. Vielleicht das nur und trotzdem sich einzusetzen für lokale Lösungen und einfach da immer auch die Frage von Gerechtigkeit mit reinzubringen, so schwierig es auch ist. Weil es ist schwierig. Es ist schwierig zu sagen, warum migrieren die einen, wann ist es Klima, Migration, wann nicht. Ne? Also das ist einfach alles eine komplizierte Sache und trotzdem finde ich, heißt es nicht, dass man handlungsfähig und sprechunfähig bleibt. Vielen Dank, Frau Braun, auch nochmal für den Hinweis. Wir haben ja, Sie wissen ja, wir haben gerade hier die sogenannte Sicherheitskonferenz in München. Ne? Und es ist ja wirklich erschreckend, dass diese Themen, ja gut, jetzt ist es natürlich überlagert, das ist schon klar, aber diese Themen völlig untergeordnet, das ist schon auch ein Thema, die Bewegung immer wieder reinzubringen versucht. Herr Hasenkamp, darf ich schnell eine Frage, die im Chat aufgetaucht sind, vorher an Herrn Bizarr stellen? Ja, danke, schnell. Herr Bizarr, da ist eine Frage gestellt worden, dahingehend, wie haben Sie die Klimaverhandlungen COP26 erlebt? Wie ist das bei Ihnen angekommen? Welche Erwartungen, wurden Ihre Erwartungen da erfüllt oder sagen Sie, das hat mit mir alles gar nichts zu tun? Also, ich kann einfach nicht sagen, es hat mit mir gar nichts zu tun. Also, ich beobachte diese Konferenz auch schon ein paar Jahre und habe auch selbst in 2018 oder auch teilgenommen. Aber ich bin auch immer auch enttäuscht. Also, dass unsere Erwartung, also in IT, als ich auch mit ein paar Leuten, also noch ein paar Funde in IT gesprochen habe, also auch im Klima. Die Forderung war eher, dass zumindest auch dieses Jahr, dass mehr Geld oder so für Finanzierung für Klimaanpassung also anrichten sollte. Aber leider war das auch nicht das Thema, oder zumindest das Ziel hat nicht wirklich wahrgenommen. Und das ist ja eher diese Beschwerde also von vielen globalen Südländern, dass sie auch mehr dazu, zu diesem Punkt mehr Engagement von dem Norden, von dem globalen Norden, also erwarten haben oder so. Und dazu ist immer enttäuschend, also dass die Industrieländer zu diesem Punkt nicht diese Verantwortung übernehmen. Ja,
so unser Eindruck auch, dass trotz der vielen Versuche der globale Süden immer noch relativ untergeordnet behandelt wird. Herr Hasenkamp, Sie hatten sich gemeldet. Ja, schließt sich tatsächlich so ein bisschen daran an, weil ich auch ein bisschen auf die Klimakonferenz zu sprechen gekommen wäre. Und zwar arbeite ich ja für die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, auch wenn ich heute viel über den Pazifik vor allem gesprochen habe. Und als DGVN würden wir uns natürlich für Klimamigration sowieso, aber auch für den Klimawandel insgesamt natürlich, multilaterale Lösungen wünschen, wo wirklich alle Staaten mitmachen, dann auch in irgendeiner Pflicht stehen, mitzumachen und aber auch im Prozess beteiligt werden. Ja, deshalb würden wir zum Beispiel so Institutionen wie die Münchner Sicherheitskonferenz oder auch G7 oder G8 sowieso immer so ein bisschen kritisch sehen, weil da so eine Auswahl an nicht wirklich legitimierten Staaten irgendwie zusammenkommen und untereinander irgendwie was besprechen, wo die Vereinten Nationen, die auch nicht perfekt sind, sehr reformbedürftig sind, aber aus unserer Sicht irgendwie das Forum sind, wo alle Staaten mitgenommen werden. Genau an diesem Punkt, wirklich alle Staaten mitnehmen, sehe ich aber tatsächlich gerade ein ganz, ganz großes Problem. Wir haben leider ganz schwere Zeiten für den Multilateralismus. Man hatte so ein bisschen die Hoffnung, nachdem Trump irgendwie aus dem Amt gekommen ist und Joe Biden gewählt wurde und sich wieder sehr, sehr stark zu internationaler Zusammenarbeit bekannt hat, gerade auch im Klimakontext, auch mit teilweise etwas übertriebener Rhetorik irgendwie in die Klimakonferenz reingegangen ist, dass es wieder eine etwas bessere Zeit für Multilateralismus wird. Aber ich glaube, die letzten Wochen und Monate, auch die Klimakonferenz, haben uns da wieder ein bisschen was anderes gezeigt. Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade in der Ukraine erleben und dieses eigenmächtige, unglaubliche Handeln eines Staates, Völkerrecht und jeglichen Anstand irgendwie aus meiner Sicht irgendwie mit Füßen tretend, offenbart einmal mehr, dass es wirklich keine gute Zeit für den Multilateralismus ist. Und das nur am Rande gesagt, wenn wir jetzt eine mit dem Klimawandel vielleicht erstmal nicht verbundene extreme Konfrontation zwischen Russland auf der einen Seite, vielleicht unterstützt durch China ein Stück weit, und dem Westen in Anführungszeichen auf der anderen Seite haben, das wird natürlich auch Auswirkungen auf die Klimapolitik in den nächsten Jahren haben. Wir werden hier eine sehr viel stärkere Blockbildung aller Wahrscheinlichkeit nach erleben, die sich in alle Bereiche der internationalen Politik, auch der internationalen Klimapolitik, leider niederschlagen wird. Was ich jetzt noch zur Klimakonferenz sagen wollte, wo ich tatsächlich das Glück hatte, auch zumindest in der zweiten Woche vor Ort zu sein und auch mit vielen Leuten, sowohl aus der Zivilgesellschaft, aber vor allem auch Journalistinnen und Journalisten zu sprechen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, da gab es so eine starke zweigeteilte Einschätzung. Auf der einen Seite wirklich eine absolute Enttäuschung, die auch ich in jedem Fall teile, was die Ergebnisse der eigentlichen Kernverhandlungen der Klimakonferenz angeht. Also das, wo eben wirklich in einem multilateralen Prozess alle Staaten mitmachen und sich am Ende irgendwie auch alle Staaten eigentlich dran halten sollen oder müssen in gewisser Weise. Während viele durchaus überrascht waren, wie viele Initiativen es durchaus gegeben hat, wo einzelne Staaten sich zusammengeschlossen haben, um bestimmte Dinge zumindest anzuschieben. Leider auch relativ wenig so im Bereich Klimafinanzierung und Loss and Damage, also Entschädigungszahlung ist auch noch ein großes Thema, was gerade, glaube ich, im Chat schon angerissen worden ist, was wir sprechen könnten. Aber in vielen anderen Bereichen, seien Staaten, die sich zusammengetan haben, auch Automobilhersteller, leider nicht aus Deutschland, die gesagt haben, sie wollen irgendwie den Ausstieg irgendwie aus den fossilen Brennstoffen, sei es Staaten, die gesagt haben, wir haben irgendwie Gas- und Ölreserven, wir starten keine neuen Projekte in dem Bereich, sondern lassen die im Boden. Das heißt, ich würde gar nicht sagen, dass die Klimakonferenz nur frustrierend gewesen ist. Da gab es durchaus auch eine ganze Reihe an positiven und ein Stück weit mutmachenden Initiativen und Dingen, die da gestartet worden sind, die vielleicht ein ganz kleines Stück weit auch ein Umdenken in einigen Ländern darstellen. Aber, und das ist aus meiner Sicht in mehrerlei Hinsicht ein großes Problem, zum einen reicht das bei weitem nicht aus und zum anderen ist es halt überhaupt nicht mehr in einem multilateralen Prozess, sondern es sind einzelne Commitments, wo sich 3, 4, 5 oder meinetwegen auch mal 10 oder 20 Staaten zusammentun und sagen, wir versprechen jetzt hier etwas, aber es gibt keinerlei Legitimation, dass in dem Prozess schon Staaten aus dem globalen Süden, gerade auch besonders stark vom Klimawandel betroffene Staaten, eingebunden werden. Aber vor allem gibt es auch noch weniger Transparenz und noch weniger
Möglichkeiten, diese Staaten irgendwie auch in der Verantwortung zu halten. Wenn die dann ein Jahr später sagen, wir ziehen uns wieder zurück aus dieser Initiative und nehmen unser Versprechen zurück, das bekommt vermutlich irgendwie niemand mit. Und da ist ein Forum wie die Vereinten Nationen natürlich was anderes. Und von daher, letztlich große Frustration. Es gab durchaus auch ein paar positive Beispiele, aber die eben leider nicht da, wo sie eigentlich wirklich sein sollten, nämlich wirklich mit Beteiligung aller Staaten. Rasenkamper, bevor ich auf das Thema Finanzierung, Entschädigung komme, würde ich gerne an dieser Stelle, wo Sie das schon angerissen haben, eine Frage vielleicht an die beiden Damen, Frau Braun, Frau Manner, weitergeben. Und ich hoffe, Herr Rasenkamp, Ihre Antwort war noch nicht die endgültige Antwort. Die Frage lautet, gibt es Hoffnung? Und wenn ja, gegebenenfalls, wie könnte die Flüchtlingskonvention aufgebohrt werden, um auch eben künftig, also ich rede jetzt über die nächsten 5 oder 10 Jahre, Klimaflüchtlinge stärker zu berücksichtigen, vielleicht auch mit einem Rechtstitel? Gibt es da Hoffnung? Und gegebenenfalls, wie müsste das geschehen? Wer will beantworten oder wer will einsteigen? Ja, das ist voll das Thema von Frau Braun. Ich glaube, ich lasse ihr da den Vortritt. Frau Braun, legen Sie los. Das ist eine ganz wichtige und wichtige große Frage. Und die Antwort ist ernüchternd. Wir wollen es auf keinen Fall. Und ich erkläre, warum. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist im Moment tatsächlich in ganz großer Gefahr, kann man sagen. Sie wird ausgehöhlt. Und zwar ist es schon so, dass die einzelnen Nationalstaaten aus allen Seiten versuchen, diese Genfer Flüchtlingskonvention auszuhöhlen und einzelne Entscheidungen, also die ist einfach total umstritten jetzt schon. Wenn man die jetzt aufbohrt, dann laufen wir die Gefahr, dass sie tatsächlich komplett zerschossen wird. Das ist tatsächlich eine ganz politische, konkrete Gefahr. Was wir wollen, das kann ich Ihnen auch sagen, es gibt Zusatzprotokolle. Und wir, oder zumindest ist das auch von Menschenrechtsorganisationen und von zivilgesellschaftlichen Organisationen die Forderung, nicht die Flüchtlingskonvention, die tatsächlich ja für eine bestimmte Zielgruppe auch gemacht worden ist, und das soll sie auch bleiben. Also wie gesagt, im Moment ist es ja so, dass Menschen aus Syrien, dass Menschen aus Afghanistan, wo ganz eindeutig Krieg herrscht, da gibt es kein, und wo die Situation Leib und Leben ist da gefährdet, selbst da wird in Frage gestellt, ob die Menschen nicht doch zurück können. Wenn wir uns unsere nordischen, skandinavischen Länder angucken, Dänemark schiebt nach Syrien ab. Und so haben wir es mit ganz vielen verschiedenen anderen Kriegsgebieten von USA nicht zu sprechen, die auch in wirklich Gewaltkonfliktländer abschieben. Insofern ist das ein ganz, ganz großes Problem. Und das Problem heißt Rechtspopulismus in unseren ganzen globalen, also auf globaler Perspektive. Was man aber möchte und was die Hoffnung ist, wie gesagt, ist, was die Hoffnung ist, ist Zusatzprotokolle zu haben und wirklich regional, also und wirklich lokale Lösungen, die regional sind, politische Lösungen, die globalen Pakte für Migration, Annika, du hattest sie vorher angesprochen, die bieten Möglichkeiten. Die bieten Möglichkeiten, es muss aber ein politischer Wille geben. Und das ist so das, was im Moment angefragt wird. Und vielleicht auch nur ganz kurz, es gibt Einzelfälle, wo natürlich für Klimageflüchtete auch die Genfer Flüchtlingskonvention zählt. Das heißt, wenn, das ist genau diese Nexus-Dynamik, wenn es eine Situation gibt, wo eine Person, auch Afghanistan Beispiel, ganz viel Dürre, Trockenperiode, ganz viele Regionen sind von Dürre und von Hunger tatsächlich betroffen, gleichzeitig politisch verfolgt. Hier treffen die aufeinander, diese zwei Dynamiken. Und da wird tatsächlich auch nach Genfer Flüchtlingskonvention Asyl gewährt. Also ne, das nur so als Klammer. Ansonsten, wie gesagt, die Genfer Flüchtlingskonvention, die lassen wir so, wie sie ist. Das ist schon brisant genug und wir gucken nach weiteren Lösungen. Das kann ich nur voll unterstützen. Also genau das ist, glaube ich, der Weg. Vielleicht sage ich jetzt doch noch mal so 2, 3 Worte dazu. Also der
UNO-Flüchtlingspakt, der hat ja so 4 zentrale Ziele, die vielleicht doch nochmal für den einen oder anderen ganz interessant sind. Also es geht ja darum, den Druck auf die Aufnahmeländer erstmal auch zu mindern, dann die Eigenständigkeit, aber auch die Widerstandsfähigkeit von Geflüchteten zu fördern, den Zugang zu Resettlement, wir haben vorhin davon gehört, Frau Braun hat es angesprochen, aber auch zu anderen humanitären Aufnahmeprogrammen in Drittstaaten auszuweiten und die Bedingungen zu fördern, die eben eine Rückkehr in das Heimatland in Sicherheit und Würde ermöglichen. Das sind alle Stichpunkte, die wir heute schon ganz oft gehört haben. Das umfasst alles den UNO-Flüchtlingspakt und ich kann das auch nur aus meiner Erfahrung im Flüchtlingscamp wirklich unterstützen. Keiner geht freiwillig aus seiner Heimat weg. Die Leute wollen wieder zurück, die haben eine kulturelle, emotionale Bindung und noch mehr zu ihrem Heimatland, zu ihrem Ort, an dem sie leben und das ist nicht so einfach wegzuwischen. So, wenn wir zum UN-Migrationspakt kommen, da gibt es so 3 Kernziele. Und zwar ist das ein bisschen übergeordneter. Es soll eine Neuausrichtung der nationalen Entwicklungspolitik und internationalen Entwicklungszusammenarbeit in Bezug auf Migration geben. Das ist so eines der Kernziele. Ein weiteres ist die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit, vor allem aber gegenüber Schleuserinnen und Menschenhändlern. Also der Schutz der Opfer steht hier im Zentrum. Und ein drittes Ziel ist die generelle oder die globale Aufforderung an alle Staaten, legale Migrationswege auszuweiten. Also nicht Abschottung, sondern legale Migrationswege, Wege zu finden, wie in Würde migriert werden kann. Und ich gehe da voll mit dem, was Frau Braun gerade gesagt hat. Es geht nicht darum, jetzt nochmal die Genfer Flüchtlingskonvention aufzubohren, sondern wirklich um zusätzliche Abkommen zu schaffen und auch die Bundesrepublik muss sich da noch öffnen. Also da ist noch bei weitem nicht alle Potenziale ausgeschöpft, die da sein könnten. Vielen Dank, Frau Manner, in die Richtung. Also ich meine, Herr Hasenkamp hat es ja völlig richtig in den Chat reingeschrieben, auch Deutschland ist überhaupt kein Musterbeispiel, an dem man sich aufrichten könnte. Stichwort Abschiebung nach Afghanistan, Stichwort, dass der vorige Innenminister auch nach Syrien abschieben wollte. Also wir sind da überhaupt nicht weit. Also das habe ich jetzt heute für mich neu gelernt, also nicht an der Flüchtlingskonvention, sondern gezielt legale Migrationswege eröffnen, Stärken der Betroffenen auch in ihren kulturellen, in ihren Bildungsangelegenheiten und so weiter, habe ich gelernt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns da so aufgeklärt haben und nochmal die politische Bedeutung klar gemacht haben. Ich würde gerne noch eine Frage, die vorhin ganz kurz angerissen wurde, nochmal stellen. Nämlich jetzt rede ich über die finanzielle Seite. Ich meine, wir haben ja 2 Verantwortungsstränge mindestens. Die eine Frage war, es wird oft an die Kolonialländer und da gehören eben auch Deutschland dazu, hilft nichts. Aber eben auch an die Länder, die die größte CO2-historische Verantwortung haben, eben die Industrieländer, auch dazu gehört Deutschland. Da müssten wir ja nun eigentlich vorne dran sein, da zu unterstützen und zu helfen und politische Initiativen zu ergreifen. Wie sieht es aus Ihrer Sicht da aus? Wer mag antworten? In Bezug auf Migration? Wir hören Sie gerade nicht. Die Rolle, ich habe gerade den Ton aus. Entschuldigung. Die Rolle Deutschlands in Sachen kolonialer Verantwortung und damit politischer Verantwortung und in der Verantwortung finanzieller Art als CO2 historisch stärksten Also ich kann gerne anfangen, was zum Pazifik zu sagen, aber ich glaube grundsätzlich zu dem Thema Entschädigungszahlung kann dann vielleicht auch Kathi Braun noch mehr erzählen oder Stanley natürlich auch aus der karibischen Erfahrung. Zunächst erstmal muss man sagen, es ist auch nicht am Pazifik beschränkt, immer wenn das Wort Entschädigung irgendwie vorkommt, dann wird es ganz, ganz schwierig. Also Klimafinanzierung irgendwie geht dann noch eher, aber Entschädigung ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Da sperren sich die sogenannten Industriestaaten total, sich in diese Richtung zu bewegen. Es hat jetzt in Glasgow so nicht wirklich Bewegung gegeben, aber zumindest eine Initiative gegeben, dass Schottland, ja, auch gar kein eigenständiger Staat, aber als Region, irgendwie Gastgeberregion dieser Klimakonferenz, einen Fonds eingerichtet hat,
wo der erstmal so unter dem Begriff Entschädigung irgendwie, glaube ich, steht und wo dann eine relativ kleine Summe an Geld erstmal eingezahlt worden ist. Ansonsten ist Entschädigung ein schwieriges Thema, auch im pazifischen Kontext ein schwieriges Thema. Sie haben schon angedeutet, auch Deutschland trägt da eigentlich Verantwortung. Deutschland war bis zum Ersten Weltkrieg in noch einer ganzen Reihe pazifischer Gegenden Kolonialmacht, hat heute nicht mal mehr eine Botschaft in irgendeinem der pazifischen Inselstaaten. Also was koloniale Verantwortung oder so angeht oder ein Interesse an der Pazifikregion angeht, würde ich grundsätzlich sagen, Klimawandel hin oder her bei allen Themen, leider ein sehr, sehr großes Desinteresse und auch ein sehr großes Mangel, ein sehr großer Mangel an Aufarbeitung der kolonialen Verantwortung in Deutschland. Wenn man jetzt jemanden von der deutschen Regierung fragen würde, würden sie natürlich wahrscheinlich zu Recht darauf verweisen, dass Deutschland ja ganz viele Klimaanpassungsmaßnahmen irgendwie auch im Pazifik irgendwie fördert, aber eben nicht unter dem Label irgendwie Entschädigung oder verbunden irgendwie mit ja, der Bereitschaft, irgendwie aufgrund der Kolonialverbrechen Verantwortung zu übernehmen. Ist aber auch nicht nur auf Deutschland beschränkt, gilt auch für die anderen Kolonialmächte. Ich möchte daran erinnern, die USA beispielsweise haben in den 50er Jahren massive Atomtests beispielsweise auf den Marshallinseln, auch in Kiribati durchgeführt. Da gibt es auch bis heute Versuche der entsprechenden Staaten, und die Marshallinseln, muss man sagen, sind politisch sehr, sehr eng eigentlich und kulturell an den USA orientiert. Bis heute haben wir ein Verteidigungsbündnis mit den USA und trotzdem scheitern die regelmäßig mit Klagen vor internationalen Gerichten, auch vor US-Gerichten, Entschädigungen für diesen wirklich noch eindeutigeren Fall, glaube ich, an Missbrauch irgendwie der Inseln, wo es Belege gibt, dass da irgendwie die Menschen als Versuchskaninchen dagelassen worden sind, weil man gucken wollte, was passiert mit denen zu tun. Und bei Klimawandel gibt es da noch viel, viel weniger Bewegung. Und letzter Punkt ganz kurz, mit Blick auf Pazifik gilt für die Karibik ein Stück weit auch, Kolonialismus ist da ja auch gar nicht abgeschlossen. Es gibt ja auch heute noch eine ganze Reihe an Gebieten, die unter Verwaltung einer europäischen Macht in der Regel oder der USA stehen. In einigen Fällen hat es auch durchaus Referenden gegeben, irgendwie, dass die Menschen entschieden haben, bei der Kolonialmacht zu bleiben. Das ist ja ein Stück weit auch in Ordnung, aber in ganz, ganz vielen Fällen eben nicht. Und es gibt eine Liste der Vereinten Nationen der Gebiete, die zu entkolonialisieren sind. Und da stehen immer noch erschreckend viele Gebiete und vor allem tatsächlich Inseln im Karibik, Pazifik und Indischen Ozean, aber rund um Afrika draußen. Danke soweit. Herr Pizarro, wollen Sie vielleicht gleich etwas anfügen? Ja, genau. Also das ist ja immer ein schwieriges Thema. Also Entschädigung ist immer für uns, also in der Karibik, so, ist nicht einfach darüber zu sprechen. Also Haiti als alte Kolonie von Frankreich und Spanien, also wir haben auch schon, also, es gibt auch schon eine große Relation, also einen Zusammenhang von Kolonialismus und Klimagerechtigkeit. Wir sehen am meisten, also die meisten Länder, die von Klimawandel betroffen sind, sind eher alte Kolonien von den aktuellen Industrieländern. Da wir auch schon viel Sachen verloren haben oder so, auch schon ausgebeutet wurde. Und da können wir wirklich nicht wirtschaftlich also das Land also weiter versorgen. Und da Entschädigung normalerweise sollte, muss da sein, also dass sie diese Länder so diese Reparation, diese Entschädigung geben müssen. Aber das Problem ist ja nicht nur, dass Geld oder so, dass wir können einfach Geld geben, aber am Ende funktioniert nicht oder so, weil besonders auch also von diesem Weltwirtschaftssystem, was wir jetzt haben, wir sind auch davon betroffen, wir sind auch Opfer davon, weil das Problem muss auch gelöst werden, also diese Weltwirtschaftssystem. Das muss auch zuerst in den dass wir auf Augenhöhe dazu auch haben. Weil einfach diese Entschädigung von Kolonialismus, was passiert wurde, und noch immer weiter mit diesem Weltwirtschaftssystem, am Ende bringt das auch. Ist immer gut, also Entschädigung besonders auch für Haiti, weil wir haben nach unserer Unabhängigkeit, wir müssten auch dazu auch bezahlen, also für Frankreich, mehr als 100 Aktien oder so, Millionen Euro oder so, müssten wir Frankreich bezahlen, damit sie unsere Abhängigkeit erkennen können, damit sie Haiti anerkennen können, dass wir als Land sind. Das ist ja auch ungerecht, das ist ja auch nicht normal. Kein Land sollte nicht bezahlen, um anerkennen zu sein oder zu werden.
Also zuerst, das muss auch geklärt werden, das Geld muss auch zugeben, nicht nur für diese Kolonialzeit, aber das Geld, das wir gegeben haben, unsere Unabhängigkeit, das muss zugeben. Noch diese Weltwirtschaftssystem muss noch anders nachgedacht werden, damit wir auch alle Länder gleichzeitig auch organisieren, was sie selbst die wirtschaftliche Lage verbessern können. Und da kann man wirklich den Klimawandel locker bekämpfen. Ich würde vielleicht nur danke kurz für die Klarheit an dieser Stelle. Vielleicht Frau Braun und dann angesichts der Zeit Frau Manner Schlusswort. Bitte, Frau Braun. Ich wollte vielleicht nur noch mal ergänzen, was tatsächlich die Klimaverhandlungen und die Frage von Loss and Damage angeht. Weil natürlich ist es schon so, dass gerade aus zivilgesellschaftlicher Perspektive und aus NGO-Perspektive die Frage von Loss and Damage, ne, also die Frage von Schäden und Verlusten, eine ganz zentrale Forderung ist und wo durchaus sozusagen, glaube ich, auch noch viel Spielraum ist. Und wo, obgleich man jetzt die große Frage der globalen Ungerechtigkeit mit kolonialen Kontinuitäten, mit kolonialen Ausbeutungsverhältnissen, aber natürlich auch mit schlechten Regierungsführungen, mit korrupten Regierungen, mit Misswirtschaft, also da haben sich leider Strukturen verfestigt. Es ist sehr, sehr, sehr ein langer Weg. Und trotzdem glaube ich, dass man innerhalb der Klimaverhandlungen ganz konkret sagen kann, hier Loss and Damage, hier haben wir einen Strang, Verursacherprinzip zahlt rein. Und auch gerade was Migration angeht, kann man ziemlich gut sagen, wenn ihr auch, also es gibt den Warschau-Mechanismus, wenn ihr auch jetzt nicht alle Asyl sozusagen vergeben könnt, ne, möchtet etc., wenn das alles zu kompliziert ist, zahlt da rein. Im Moment passiert das auch, Capacity Building im Rahmen der globalen Compacts, das tatsächlich zum Beispiel regionale Abkommen wie die ECOWAS-Region, wie IGAD, im Moment tatsächlich Unterstützung bekommen, finanzielle, um regionale Abkommen aufzubauen. Und das andere, wo man auch ganz konkret, wo Geld fließt, jetzt sind tatsächlich Umsiedlungsmaßnahmen. Und das ist eine Sache, die können die machen. Fidschi ist ein sehr trauriges Beispiel, muss man einfach sagen. Es war eine gute Idee. Aber es gibt die Möglichkeit, bereitet, dass man wirklich auch Städte, dass man wirklich aufbaut, ne? Dass man Siedlungen aufbaut. Das kann man ganz konkret fordern. Das ist überhaupt nicht auf dieser ganz großen Ebene, aber da zahlt rein, verdammt nochmal, und da macht möglich, dass die Menschen zumindest da, wo sie wollen, und zwar mit ihnen zusammen, Perspektiven aufgebaut werden können. Danke für diese klare Stoßrichtung. Frau Manner, Sie kriegen jetzt von diesen Vieren ein kleines Schlusswort, bitte sehr. Ach, vielen Dank. Eine neue Stoßrichtung? Nein, gar nicht. Ich wollte mich einfach noch mal ganz herzlich für die rege Teilnahme bedanken. Ich glaube, wir könnten noch unglaublich viel weiter diskutieren. Es ist einfach ein sehr komplexes, multikausales Thema, das alle Bereiche irgendwie auch betrifft. Ich freue mich auf alles Weitere. Ich freue mich, wenn wir hier auch als MultiplikatorInnen wirken dürfen und vielleicht das ein oder andere Interesse geweckt haben. Melden Sie sich gerne bei uns. Vielen, vielen lieben Dank an dich, liebe Kathi, lieber Oliver, lieber Stanley. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht, das mit euch zu organisieren heute. Vielen Dank an Sie, Herr Paschlau und Herr Raschke, dass wir hier sein durften. Und Ihnen allen noch einen wunderschönen Abend. Haben Sie es gut, passen Sie gut auf sich auf in alle Richtungen. Und man sieht sich immer zweimal, vielleicht bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ganz herzlichen Dank an Sie alle vier. Ganz herzlichen Dank. Also ich gebe echt zu, dass mit dem Spaß angesichts der bedrückenden Themas, was wir heute besprochen haben, Spaß ein bisschen reduziert. Aber es war hochspannend. Ganz herzlichen Dank, dass Sie für Ihre Beiträge in Ihren Vorträgen, aber auch in der Diskussion. Ich sehe viele Hände. Sie hören sicherlich den Beifall rauschen. Ganz herzlichen Dank. Also ich habe schon den Eindruck, wir müssen an dem Thema in München dranbleiben, das ist noch unterbelichtet ein bisschen. Da kommen wir für nächstes Jahr auf Sie wieder zu. Drohung. Ganz herzlichen Dank an Sie vier. Bitte, Sie bleiben nachher noch mal für ein Minütchen da, wenn wir alle anderen rausgeschmissen haben. Für Sie, meine Damen und Herren, wie immer den Ausblick, wie es weitergeht. Der Markus macht schnell das nächste Bild. Ja, da ist es. Danke für Ihre Teilnahme natürlich. Meine Damen und Herren, im März geht es weiter.
mit einem anderen Schwerpunkt, aber wir vergessen Klimanotstand in der Welt nicht und Klimagerechtigkeit. Ich habe ja schon angedeutet, das machen wir nächstes Jahr weiter. Aber in diesem Sommer machen wir jetzt das Schwerpunktthema Nachhaltigkeit, sozial-ökologische Transformation, auch ein Riesenproblem. Nachhaltigkeit und Klimaschutz zusammendenken wird das erste Thema sein. Professor Hubert Weiger wird vortragen, den kennen Sie alle als Ehrenvorsitzender des BUND, aber hier spricht er als Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung bei der Bundesregierung und sein Bemühen ist wirklich das Thema Nachhaltigkeit auch, also das wird in diesem Fall mehr europäisch orientiert sein. Wir haben dann eine Sitzung später, dann die Weltsicht zu diesem Thema. Also da werden wir stark über die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und so weiter reden. Seien Sie so freundlich, nehmen Sie teil, das ist ein hochinteressantes Thema. Eine Woche später wird dann der Generalsekretär des Rat Nachhaltige Entwicklung dazu sprechen und dann auch noch, und jetzt sind wir wieder gefragt, die Rolle der Kommunen bei der Nachhaltigkeit untersuchen. Kann ich auch dringlich empfehlen. Also wir haben auch für diesen Sommer wieder viel mit Ihnen vor. Sie wissen ja meinen ganz frechen Spruch, es gibt Monate, wo Sie einfach nicht in Urlaub gehen können. Ne? Tut uns schrecklich leid, müssen Sie dranbleiben. März ist so ein Monat. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie, meine Damen und Herren, heute da waren. Ich wünsche gute Nacherkenntnisse für heute und bleiben Sie gesund. Kommen Sie wieder. Schönen Abend noch. Vielen Dank, wir sehen uns noch. Vielen Dank. Tschüss.